Hallo. Bei der absoluten Eskalation auf Twitch. Ganz kleinen Augenblick, ich bin sofort wieder da. Gibst du mir den Keks? Zoom, 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 zoom. Timmy, du musst jetzt deine Augen zeigen. Nein! You have to look in this camera, please. Nein. Ja. Ich kann einen Psychoblick auflegen. Nein, nein, nein! Ich muss weg. Ich hab noch Wurst im Auto. Glaube nicht. Was fahren wir denn? Wir jecken wieder Widmen, wollten wir erstmal ein bisschen Spaß mit Vögeln haben. Also mit. Ich lass es einfach. Ich lass es einfach. Oh, wow. Wer mal so einen Charakter entwickelt hat. Oder eine Landschaft oder eine Szenerie oder sogar eine Geschichte. Kann ich halt jemand Freude machen. Was war jetzt? Wie eine Rakete jetzt in. Ja. Ich hab eine Beule. So, weiter zu den Möpsen. Ich werde definitiv die Möpse nochmal auspacken. Heute mit Background-Vögeln. Oh, ist das schön. Okay, alles klar. Sorry, sorry. Oh. Okay, Vogel Nummer 1 ist verschwunden. Der Popo kommt raus. Das ist Suis Lieblingsplatz. Ja, hallo. Ja. Hallo, Sui. Ja, andere Leute haben ein Mikrofon. Ich spreche in meinen Vogel. Bitte ein Bitz. Du hattest Skorpione zum Mittagessen. Sehr lecker, nicht. Bitte wahnsinnig. Warum bin ich in der Anstalt? Es hat funktioniert. Schnell, Butterkeks, bring mich zu meinem Körper. Yeah.
ohne Dachpappe oder etwas in der Art komme ich, kann ich das Dach nicht flicken. Ich hab flicken gesagt, ne? Ich hab flicken gesagt. Das war flicken. Das glaube ich nicht, Tim. Geschafft. Ich muss mal was trinken. Oh, oh Gott, ich hab noch Nüsse im BH. Von den Vögeln. Nicht wundern, Otter, sie hat Krümel im BH. Gehabt. Und durch meinen Kopf schoss dann nur so... ja, ich schoss dann nur so ein Yoshi in einem Thanos-Kuss. Ich geh mal kurz meinen Vogel holen. Macht ja. MS-Niveau, wir sinken! Wir müssen immer noch. Sorry. Die Goofy. Dieser Mops wird kein leichter sein. Dieser Mops wird steinig und schwer. Prost! Danke. Musik. Was würdest du zu einem kleinen Bumserchen sagen? Hallo, kleines Bumserchen. Du hast 3 Wünsche frei. Das Mütterchen sagt... Ich hab gehört, da gibt's ein fette, fette, fette Party. Au! Prost! Jo. Verdammt, Mikro war an, Entschuldigung. Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Vielen lieben herzlichen Dank für dein... Der Vogel hat mir ins Auge gerotzt!
genießt. Oh. Gibt's einen Titel? Ja. Ja. Wir das so? Guten Tag! Willst du ein Tuch hier, du? Willkommen bei Juliluart. Fühlen Sie sich wohl? Haben Sie Spaß bei aberwitzigen und bunten Streams? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Überregionalstream von Langeweilen an der Öd. Nach Rosinen über Quatschstedt und Flachwitzenhausen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Es ist schon wieder soweit. So. Test 1-2-1-2. Einen wunderschönen Freitagmittag, liebste, geilste... Und Papageienfreunde, genau. Ach, wie schön. Der schönste Tag der Woche ist endlich in greifbarer Nähe. Nein, er ist ja quasi schon touchable. Ja. Yeah. Ach Mensch, schön, dass ihr schon da seid. Ich freue mich sehr auf einen schönen, gemütlichen und vielleicht auch wieder etwas ausatmenden Freitagnachmittag mit euch. So, ich begrüße ganz recht herzlich. Wer war denn der, die erste heute? Sunny! Wow, ein Applaus für dich. Dankeschön. Samba-Schnitzel, moin. Spirit of the Most Wanted. Luke, Hallöchen. C-Toys. Der Waschi. Purple ich Element. Ich hab voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße. Gam, Hallöchen. Kunsti ist da. Ach, wie schön. So, und Torti. Moin, moin. So, ja, ist, stimmt denn die Höhe so? Da habe ich schon wieder das Gefühl, wir können ein klein Was bisschen... Was frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Oh nein, ich glaube, geht das so? Ich muss die Flügel... Ey! Ich glaube, ich gehe doch wieder ein bisschen raus. Warte mal. Okay. Es ist so krass dunkel heute wieder. Es ist wieder so ein Tag, wo ein ganzer Tag aussieht wie abends um 6. Sehr, sehr gerne. Und Hallöchen, guten Morgen, Morgi. Es ist angekommen. Ja. Jetzt muss ich bin auch so gespannt, was drin ist. Aber es ist ja nicht mehr lang. Noch eineinhalb Wochen. Hier schneit. Oh, geheime Dinge. Ich bin gespannt. Hier schneit es leider nicht. Es ist einfach nur ein dunkles Grau. Grau und Grau. Trauer mit Herz, Hallöchen. Und Dankeschön fürs Lurken. Vielen, vielen lieben Dank. Viel Spaß dabei. Schicke bitte mal was rüber. Ja, C-Toys. Genau. Da bin ich auch für. Das kann Bart gerne machen. Also wenn ihr irgendwie zu viel Schnee haben solltet, immer her damit. Ich bin auch ganz großer Schneefan. Ich liebe Schnee. Nur leider habe ich in diesem Breitengrad sehr, sehr wenig davon. So gar nichts. So, ich glaube, das Mikrofon ist irgendwie... Irgendwie ist das Mikrofon heute so krass präsent. So, ich schiebe das mal ein bisschen hier so hin. Es ist total merkwürdig. Jedes Mal hat sich meine Kamera eine ganz andere Position. Oh, also ich glaube, da ist was runtergefallen. Und mein Tee muss ich noch holen. Ich hab mir so einen Hustentee gemacht. So richtig über den Jordan wollte ich jetzt schon sagen. Oh mein Gott. Wie sagt man dazu? Also so richtig drüber weg bin ich noch nicht. Mit. Komm her, Süße. Bin ich noch nicht. Oh, hast du kalte Füßchen? Hast du kalte Füßchen? Die kleine nackte Sui hier. Kleine nackte Sui. Ah, mit ihrem Weinträubchen. Ich könnte jetzt aber nicht die ganze Zeit wieder auf der Hand sitzen, ne? Das kriege ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Komm her.
Immer her mit der Schale. Pisspage. Weintraubenschalenpage. Wo will er denn jetzt schon wieder hin? Oh. Benzo, was hast du schon davor? Muss ich schon wieder klettern? Muss ich schon wieder klettern? Bist du ein Äffchen oder was? Nein, du bist eine Ente. Quack, quack. Siehst du? Sag ich doch. ist das Bild heute so breit gezogen oder ist meine Sicht heute irgendwie. So, Sui hat schon mal Platz genommen. Das ist. Oh. Das ist aber nochmal ordentlich hin und her gepfeffert hier. So, und ich glaube, ich muss die Vögel noch ein bisschen höher setzen. Ja, wartet mal. Ich hole noch ein Bo. So, als erstes das Buch. Geraten. Ja, guck mal, perfekt. Alte Frau ist kein Zug. Jetzt habe ich hier zwei Tassen Tee stehen. Den Vögeln geht's gut, aber sowas von. Gell? Euch geht's so gut. Ja, Gezähltäus. Silvester war abartig warm. Da kann ich mich auch noch erinnern, dass da viele im T-Shirt draußen rumgerannt sind. Benjo-san. Benjo-sano. Da ist einfach viel Glitter und Konfetti. Der hat bestimmt viel Spaß dran. Oh mein Gott, also wenn es Glitter und Konfetti ist, definitiv. Schön, dass es euch dran gut geht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, was steht heute auf dem Masterplan? Als erstes die Vögel beruhigen. Wenn wir das hinter uns gebracht haben. Neigard, Hallöchen. Einen schönen Freitag wünsche ich dir und einen guten Start ins Wochenende. Ach, bin schon. Ist das normal, dass sich immer wieder auszieht? Ja, nein, normal ist das nicht, aber ich weiß halt nicht, was ich da machen soll. Ja, Suppenhühnchen trifft Spirit Office. Ich muss auch immer an Suppenhuhn denken, wenn ich so ihn sehe. Also heute gibt es die Auflösung natürlich unserer Art-Challenge-Hausaufgabe. Die neue Art-Challenge-Hausaufgaben-Themenverkündung. Ich habe es sogar schon fertig gemacht. Ja, ich habe mal was fertig bekommen heute Morgen. Und jetzt am Freitag wollte ich mit euch wieder... Oh, Moment. Das geht ja gar nicht. Wo ist mein Banner? Wo ist mein Banner hingerutscht? Hier. Ah ja, und Tommy mal wieder rauslassen. Und Sui, was schleudert ihr hier rum? Sachen rum. Ich wollte bis dahin nämlich noch so ein paar 1, 2, 3 Skizzen machen. Die liebe Sema braucht nämlich dringend Batch-Nachschub. Sub-Batch-Nachschub. Ich habe schon den größten Teil gestern fertig bekommen. Und einer fehlt noch, und zwar für ihr 10-Jähriges. Das ist richtig krass. Für alle, die Sema dann halt 10 Jahre schon supporten, gibt es einen kleinen Babylöwen, der wurde sich gewünscht von ihrer Community, mit einer kleinen Krone. Und dafür würde ich sehr gerne noch so ein paar kleine Skizzen machen wollen, bevor wir dann richtig in Anna und Tommy loslegen. Und da kann ich dann euch gerne auch gerne fragen, was ihr euch vielleicht wünscht, was wir zeichnen können. Ja, also wo ihr meint, ach, da hätte ich gerne noch so ein bisschen Übung oder vielleicht ein paar Tipps und Tricks. Und wenn ich die Tipps und Tricks habe, dann verrate ich die euch natürlich auch. Ja, 10-jährig ist schon krass, ne? Apropos, ich muss mal gucken. Ich glaube, bei mir ist es auch bald soweit. Das geht so rasant schnell um. Also die Zeit geht so schnell rasant um. Und ich wette, dass meine Sub-Badges auch schon bald wieder ihr Limit erreicht haben. Das heißt, ich brauchte neue für die zukünftigen Monate. Wo sind denn die? Community? Nee, bei Community sind die nicht. Oh, wo sind denn die jetzt? Kanalpunkte, Emotes. Ah ja, ich weiß, wo sie sind.
Da sind sie. So. Ranglisten. Ach, das ist was anderes. Du kriegst einen neuen Subfetch jedes halbe... Genau, jedes halbe Jahr. Und... Nee, dann sind das 5 Jahre, nicht 10 Jahre, oder? Ich glaube, das sind dann 5 Jahre. 10 Jahre ist ein bisschen krass. Aber ich weiß es gerade gar nicht so genau. Aber ich glaube schon. So, Bitstufen... Nee, Bitstufenabzeichen, du hast auch nicht... Hä? Wo sind die denn? Sheer-Emotes, Ranglisten, Hype-Train, Merch, voila. Und er hat nur Badges bis 2 Jahre. Ich hatte letztens jemanden 7-Jähriges, der war... Wow, okay. Laut Twitch-Tracker war dein erster Stream am 8. Ja. Aber das war kein ernstzunehmender Stream. Ich habe Ende 2018 ja so einen Testlauf auch gemacht. Ne? Im August habe ich überhaupt das erste Mal getestet, ob ich überhaupt streamfähig bin mit meiner Kiste. Ich hatte damals einen total, eine Obststiege, könntest du sagen. Betrieben von 2 Hamstern im Keller. Da konnte ich nicht viel mit anfangen. Und dann richtig losgelegt haben wir dann 2019. Ja, genau, Most Wanted. Da gab es erstmal eine riesengroße Lücke. Ich wollte ein Konzept haben. Ich bin ein Mensch, wenn ich irgendwas in Angriff nehmen will und möchte, brauche ich ein Konzept. Muss das mir richtig schön planmäßig da so hintüdeln. Hauptsache, da ist der Spaß. Ja. Und ich werde noch mehr Spaß haben, wenn ich endlich mein eigenes Streaming-Zimmer habe. Also überhaupt ein Zimmer, wo ich dann mein eigenes Reich habe. Weil ich arbeite ja und streame und sitze ja hier in der Ecke vom Wohnzimmer. Und das wird sich hoffentlich bald ändern, wenn sich die wohnliche Situation endlich verändert. Und oh, dann... Boah, Leute, das wird so toll. Dann möchte ich das auch wirklich wieder in Angriff nehmen, dass ich dann wieder Fullzeit, also Fulltime das mache. Und ein richtig schönes, buntes Programm, das für jeden was dabei ist, dass ich dann mein Hauptaugenmerk natürlich immer noch auf Kunst, Art und Kreatives haben werde, aber mit euch dann auch mal mehr spielen kann und das auch ein bisschen länger. Das ist momentan halt alles so... Ja, und dann ist er dann auch hier mit der ganzen Sache, die da rausgekommen ist bei den Ärzten. Das muss ja auch erstmal so ein bisschen sacken. Aber wir sind auf einem guten Weg. Auf einem sehr, sehr guten Weg. Seit letztem Jahr, seitdem ich endlich weiß, was mir fehlt und was los ist, ist es viel besser geworden. Und je mehr es mir besser geht, desto mehr Energie habe ich. Und je mehr Energie ich habe, desto... Ja, mehr Spaß habe ich dann natürlich auch und kann mich dann wieder schön kreativ austoben und ein eigenes Zimmer, oh, das wird so toll. Das kann man dann so schön gestalten und oh, ich bin so heiß drauf. Hätte damals kein Konzert, steht auf der To-Do-Liste für dieses Jahr. Ja, es kommt immer drauf an, du kannst auch ohne Konzert, aber mir war das halt zu viel. Du musst ja so viel beachten, ne? Wer schon mal selber gestreamt hat, weiß, was da alles auf einen zukommt. Das ist ja nicht nur einfach OBS einrichten und fertig. Nein, du musst die ganzen Boards, da musst du mit Finanzamt, wenn du dann Geld damit verdienen bist, Affiliate wirst, beschäftigen. Dann die ganzen Emotes, dann die ganzen Funktionen, wo man dann Alerts haben möchte. Oh Gott, das war so krass viel. Und natürlich wollte ich auch ein Content-Konzept haben. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie mein Content aussehen soll, Most Wanted. Was ich schwerpunktmäßig gerne ausbauen, verstärken möchte, was ich erreichen möchte, warum ich überhaupt so viele solche Gedanken sich zu machen. Also, ich bin nicht so der Typ, so, ich sitze einfach mal hin und ja, ich spiele ein bisschen Fortnite oder so mit euch. Wem es nicht gefällt, ist mir doch egal. Ja, also ich wollte, mir macht das so Spaß. Mir liegt dieses Konzeptionelle auch in meiner, in meinem Studium, in meiner Bachelorarbeit, war es konzeptionell das Tollste. Also diese Arbeit vor der Arbeit. Es macht so Spaß, sich da Dinge zu überlegen und damit zu jonglieren und auszuprobieren. Dann später natürlich. Also das heißt nicht, dass ich so ein starkes Konzept habe, dass ich dann nicht mehr Experimente zulasse, ja? Oder dann so einen Tunnelblick habe, um Gottes Willen. Das soll das nicht heißen. Aber ich brauche schon so einen gewissen Grundkern, ein solides Fundament quasi und auch das Verständnis darüber und die Einsicht, was will ich überhaupt? Warum streame ich? Das sollte mir, oder das wollte ich, dass es klar ist.
Oishi, schön, dass du da bist. Hallöchen, zum Newcomer des Jahres. Ja, oh mein Gott, 2019 war das, ne? Es ist dann so viel passiert, das kam so Schlag auf Schlag. Und dann, als ich Partner geworden bin mit euch, boah, das werde ich nie vergessen. Das war ja das Allergrößte, worauf ich mich so sehr, sehr gefreut habe. Und ohne euch hätte ich das nie auch in der Zeit geschafft. Ich finde, wir haben das relativ schnell geschafft. Danach gibt es ja ein Content-Konzept. Mutation, genau, richtig. Das kommt dann, diese Konzepte kommen dann manchmal auch zufällig. Nur ich will die dann vernünftig eingebaut haben, diese Konzepte. Die sollen dann irgendwo einen schönen Platz finden. Hallöchen Gottman, schön, dass du da bist. Macht sich erkenntlich, indem er Fotos macht. So, jetzt wollte ich mal gucken, wie viele Subwitch-Plätze ich habe. Wo finde ich die? Ah. Das ist jetzt, warte mal, Kanalpunkte, Emotes, Drops. Dankeschön! Vielen lieben herzlichen Dank, Misaki! Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit den E-Maus! Und weil heute Freitag ist und ich gute Laune habe und ihr es euch natürlich sowas von verdient habt, gibt es jetzt erstmal einen ordentlichen Fantasie zu lösen. Fart ihr noch? Oh yeah! Fart ihr noch? So, und jetzt versuche ich nochmal rauszufinden, wo es die Sub-Badges gibt. Ich bin gerade nämlich blind. Squad-Stream, Drops und Belohnungen. Inhalt, Sammlung, Clips, Urheberrechtsansprüche, Dingsbums. Emotes. Hat jemand zufällig ungefähr eine Idee, wo man die Sub-Badges einstellt? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich suche das jedes Mal. Jedes Mal suche ich die Dinger. UD-Einstellungen. Festgestellt sind die Niederungen. Örtlich besteht Glatteis. Oh, danke schön. Vielen lieben Dank, Gottman. Aber es wurde trotzdem los. Ja, ich bin blind. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank, Mosswund. Oh, und gleich noch hier so perfekt. Also, den Link, den muss ich mir echt mal merken. Bei Settings, Revenue, okay. Ach, da war ich doch gewesen. Egal, wir haben's. Oh, aha! Guckt mal, ich sehe, wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun in nächster Zeit. Wir haben hier ganz viele leere Plätze, ihr Lieben, ne? Ganz viele leere Plätze. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Gummihuhn-Sub-Badges. Oh, das wird lustig. Da fehlt einiges, ja. Aber 10 Jahre, das ist krass. 10 Jahre ist krass. Ich streame ja erst seit 3 oder 4 Jahren. Oder wann? 2018? Ernsthaft 2019? Oh Gott, das sind ja auch schon wieder 4 Jahre. Ja, also, ich glaube mal so 4, 5 sollte ich schon machen, dass ich dann erstmal so bis 6 Jahre, also noch 2 Jahre meine Ruhe habe und nicht neue machen muss. Was heißt Ruhe? Ist doch was Tolles, Julia. Nee, da machen wir das. Dann machen wir das demnächst. Ich schreibe es auf meine To-Do-Liste. 10 Jahren bin ich schon 34. Oh. Und Hallöchen, Vita. Dankeschön. Die Hand ist ein bisschen groß, ne? Erschreckend. Ey, du nimmst den Kopf da raus, Mensch. Im Herrgott. Vita, Hallöchen. Süßlinge. 59. Habt einen farbenen, lustigen Freitag. Kommt gut ins Wochenende und schafft es Neuerinnen. Och, Vita, danke schön. Und noch eine Weisheit: ein fröhliches Herz zieht fröhliche Menschen an. Das stimmt, Vita. Ah, danke schön für deine lieben Worte. Und dir auch einen schönen Start ins Wochenende. Blueberry, Hallöchen. Ist verrückt, wie schnell da die Zeit vergeht. Es ist. Es kommt mir auch nicht vor wie 4 Jahre. Höchstens 2. Also ich finde ja sowieso, das letzte Jahr, das ging so pff, weg. Du hast gerade Silvester gefeiert und schon bist du wieder dabei, Weihnachtsgeschenke einzupacken. Das ist krass.
Aber ich glaube, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit irgendwie. Weil ich habe so die Theorie, wenn man jung ist, ganz jung, also so 4, 5 Jahre, noch ein Kind halt, dann nimmt man die Welt ganz anders wahr. Alles ist neu und will entdeckt und ausprobiert werden. Und so als Erwachsener, da hast du irgendwie nur so ein Alltagstrott so manchmal so ein bisschen, ne? Du stehst auf, so frühstückst, gehst zur Arbeit, duschst vielleicht noch vorher, wenn du einen guten Tag hast. Dann gehen 8 Stunden rum an der Arbeit, 9 Stunden, dann musst du vielleicht noch eine Stunde pendeln nach Hause, dann bist du zu Hause total müde, kannst dir gerade so noch Ravioli-Dose warm machen, so, und dann schläfst du vom Fernseher ein. Und das sind schon mal so 5 Tage in der Woche mindestens. Das ist irgendwie, ne? Deswegen sage ich immer, man soll nicht jeden Tag leben, als wäre es der letzte, sondern man soll jeden Tag so leben, als wäre es der erste. Alles mit Kinderaugen betrachten, ne? Also, oh, geil, was mache ich denn jetzt damit? Oh, das ist ja cool. Also nicht als selbstverständlich hinnehmen, diese kleinen Dinge vor allen Dingen, sondern den kleinen Dingen auch die Aufmerksamkeit geben. Bin schon gerade auf meinen Monitor gekackt. Da läuft die Scheiße runter. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ey. Benjo! Du bist so eine alte... Ja! Du Böse. Das war jetzt ein... Das war sein Rache. Hingekackt und hingeschissen. Es ist ja seine Rache, weil ich gerade die Aufmerksamkeit zukommen lasse, die er sich erhofft. Ja, hau ab, du Kacknase, du! Ja, auf meinen schönen Monitor schissen. Der war überhaupt nicht nötig, weißt du? Der war überhaupt nicht voll. Das war einfach nur rechnen. Kalkulativ. So. Kalkofen wollte ich schon sagen. Riku, Hallöchen! Ah, jetzt wird es ein bisschen ruhig. Ruhiger. Ein bisschen ruhiger. So, dann mache ich jetzt meine lieben Sketches und... Oh, scheiße. Mein Stift geht nicht. Das ist nicht gut. Mein Stift, es kann sein, dass meine Welcome... Wie ist denn die Musiklautstärke eigentlich? Könnt ihr mir das mal sagen? Haut gut hin. Gut, danke. Ruhe hier! Ja, guck mal, ob ich einen Anschluss finde. War sowieso jetzt nicht so zufrieden damit. Hier mal ein bisschen was Ruhigeres. Dinner time, Jess. Okay, wir nehmen die. Habt ihr euch wieder beruhigt? Dinnertime-Musik habe ich gerade gesehen. Riku! Vielen lieben Dank für dein Resub! Moment, ich suche den Knopf. Solange unterhält euch Benjo. Im 5. Monat. Vielen lieben Dank. Da kann man schon ein bisschen Bäuchelchen sehen, ne? 5. Monat. Mal sehen, ob so ein Band schlüpft. Habt ihr euch wieder beruhigt, ihr kleinen Scheißchen? Oh Gott. So. Dann wollen wir mal mit unserer gemütlichen Zeichenrunde starten. Ein bisschen was schaffen wollte ich ja schon. Oh, warte mal, da muss ich erstmal... Ich mach mal die Babylöwen auf, die ich bisher hatte. Ja. Damit ich den Stil auch hundertprozentig ins Schwarze treffen kann. Das ist schon wichtig. Ja, Blueberry. Der Stert ist noch da. Am Hals, also alles über dem Hals ist noch da. Und jetzt sind sie auch noch in der Mauser. Tja, ich warte immer noch auf
ja, auf die richtige Empfehlung oder ich will demnächst auch mal so eine Art, so eine Chat-Behandlung machen, nicht Chat-Behandlung, eine Behandlung, wo der Arzt über Webcam zuguckt. Vielleicht das auch eine Möglichkeit. Also so eine Cam-Unterhaltung quasi. Also du musst erstmal einen Spezialisten finden, der sich mit solchen exotischen Vögeln auskennt. Und bei Sui, das ist einfach eine psychologische Sache. Und ich kann ja schlecht mit den beiden. Nee, Blueberry. Ich hatte es versucht, nicht mit so einer Krause, sondern ich hatte es versucht mit so einer Art Mäntelchen. Na, wo oben ein Loch drin war, dann mit Klettverschluss. Und das habe ich anfangs immer als Strafe eingesetzt, wenn ich sie frisch ertappt habe beim Rupfen. Das geht aber nicht, weil sie sich früh morgens um 3 oder 4 Uhr morgens rupft, wenn noch keiner im Vogelzimmer ist. Und da kann ich sie nicht auf frischer Tat quasi ertappen und bestrafen. Das kann ich nicht später machen, weil der Vogel versteht ja dann nicht, warum hat sie mich denn jetzt in diese blöde Ding da gesetzt. Und das hat leider nicht funktioniert. Ich habe versucht mit, was hatte ich noch? Irgend so ein hautberuhigendes Spray, aber eine natürliche Komponente war. Das war jetzt kein Alkohol drin oder irgend sowas. Ein ganz natürliches Spray, dass das vielleicht ihre Haut ein bisschen beruhigt. Aber das kommt von... Das hat sie sich angewöhnt. Oder hormonell, das kann auch noch sein. Aber wie willst du das behandeln bei so einem kleinen Tier? Es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und so ist mein kleines Suppenhühnchen. Oh, das muss ich mal aktuell, Trauer mit Herz. Das ist natürlich nicht aktuell. Dankeschön, dass du mich daran erinnerst. Da bin ich noch gar nicht zu gekommen. Was sich bei mir privat auch einiges überschlagen hat. Und da hatte ich sowas gar nicht mehr auf dem Schirm. Das muss ich mal demnächst ändern. Meine Auftragslage sieht momentan so aus, dass ich bis, ich guck mal kurz, ich glaube Mai oder Juni in diesem Jahr. Mai, Juni habe ich eine recht volle Liste. Wo sie denn aufträgt? Ja, Mai, Juni, genau. Also Juni habe ich schon 7 Emotes, aber wenn ich die fertig habe, dann bin ich quasi wieder dabei. Also bis dahin kann ich keine Aufträge, keine neuen machen, ne? Für Mitte Juni wäre ich quasi, also da hätte ich wieder Zeit für neue. Bei Papageien braucht man einen Doc, der auf Exoten spezialisiert ist, bei meinen Gelb, ja. Gelbhaubenkakadu, oh schön. Ja. Na gut, ihr Lieben, dann wollen wir mal Tee trinken und starten. Oh ne, das ist so heiß, muss ich jetzt mal den anderen trinken. Mehr Vorbestellungen leisten. Ja, ich bräuchte einen Angestellten oder so. Da muss ich nicht so vielen absagen. Das ist auch mal doof. Scaffing Hell, habe ich schon Hallo gesagt? Oh mein Gott, ich weiß es gerade gar nicht. Ich sage einfach nochmal Hallo. Ja, ich einmal guten Tag hier. Und alle, die neu eingeschaltet haben. Das Blatt ist noch leer, aber das wird sich gleich ändern. Anke, kann dir jemand empfehlen? Sie ist unfassbar vernetzt, was sie verbergt. Oh, wer ist Anke? Sehr gerne. Und Most Wanted, Dankeschön fürs Lurken. Mein Kleiner ist 45. Oh, die werden alt, ne? Die werden alt. Oh, wie schön. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich traue, dir eine Anfrage zu schicken, denn denke da seit... aber was und wie viel möchtest du denn machen lassen, Trauer mit Herz? Weil momentan sieht es auch so aus, es kann auch immer mal wieder jemand abspringen. Habe ich jetzt erst wieder erlebt, Anfang der Woche. Ohne mir auch Bescheid zu sagen. Und das passiert immer wieder, leider mal. Und dann kann es sein, dass ich dann, wenn es nicht ganz so großer Auftrag ist, dass ich dich dann mal so ein bisschen dazwischen schieben kann. Also schreib mich gerne an. Ich beiße nicht. Ja, das geht gar nicht. Es ist wirklich so. Aber es gibt leider diese Menschen, die wissen überhaupt nicht, dass man damit sein Geld verdient und auch seine Rechnung bezahlen muss. Und gerade jetzt bei diesen Zeiten, wo ja alles so teuer geworden ist und ich meine Preise nicht erhöht habe. Naja, ist ein anderes Thema. Das ist ein kleiner... Okay, ich schicke dir einfach mal meinen sehr gern drauf mit Herz. Ne, einfach mir eine E-Mail schreiben oder dieses Formular nutzen, dann weiß ich Bescheid. Meine Güte, jetzt kommt Besuch.
Ellie Corner! Vielen lieben herzlichen Dank für deinen Raid! Und herzlich willkommen, Raider! Einen schönen Freitag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Du alte Pupsnase! Und die wollen nur Aufmerksamkeit. Sobald sie die haben, ja, das sind die niedlichsten und bravesten kleinen Vögelchen. Oh, mein Gott. Gott sei Dank bin ich gerade unscharf, ey. Das ist ja wieder mal ein Shot, ey. Intermenios, Hallöchen. Auch dir einen schönen Start ins Wochenende. Da sagst du was, war die Woche fürs Gespräch bei den Erstellen einer Webseite. Ist ja 2019 mit den Gedanken und die Kosten waren vor 2 Jahren noch bei der Hälfte vom aktuellen Jahr. Oh, der Vogel ist kaputt. Ich ärgere mich, mich nicht Zeit darüber getraut zu haben. Ja, ach, aber gräm dich nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Nimm es für die Zukunft mit und dann klappt das besser. Du bist das Beste, wie man damit umgehen kann. Das andere, das ist nur destruktiv. Man kann es ja eh nicht mehr ändern. Es ist ja schon passiert und geschehen. Und das passiert auch immer wieder mal, solche Sachen. Wir leben halt das erste Mal. Da darf man nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Ach Mensch, und darauf kannst du richtig stolz sein, Trauer mit Herz. Wirklich. Das wird eine schöne Zusammenarbeit und ich freue mich schon. Bin gespannt, was du für einen Auftrag hast für mich. Aua! Mensch, sieht aus wie ein Kaubonbonladen! Wo man mal alle Sorten durchprobieren kann, diese fleischfarbenen Würstchen. Aber das ist bei ihm gerade nur so ein spielerisches. Ja, also der beißt jetzt nicht gerade, weil er aggressiv ist, sondern weil er einfach nur ein Detscher ist. Du bist ein Detscher. Du bist ein Detscher. Quack, quack. Quack, quack. Quack, quack. Du quackst nicht mehr, Benjo. Quack, quack. Na, geht doch. So, jetzt will ich aber was zeichnen, Mensch. Das ist wieder wirklich ein getarnter Just-Chatting-Stream. Ich mache gar keine Kunst. Aber können wir... Ja, entschuldige. Ich wollte einfach loslegen. Schon wieder viel zu lang gequasselt. Dann geht ja Ding ab, die Maus. Und auch sieht meine Maus chinesisch aus. What the fuck? Oh, du machst dich auch noch an die Maus, Morgi. Und ich hatte noch so Angst, dass wir nicht alle Tiere vollkriegen. Zur Not mache ich dann auch noch den Ausfüllertier. Also wenn wir noch was übrig haben sollen. Ach ja, mein Tablet wollte ich ja. Mein Tablet reagiert ja nicht. Moment. Ich muss jetzt mal diese technische Sache gerade erledigen. Mein Tablet reagiert nicht. Halten Sie Ihren Computer außen wieder ein. Nee, das mache ich nicht, weil dann ist mein Stream weg. Hier, guck mal. Das sind Dinge, die will ich einfach nicht lesen, wenn ich den Stream gestartet habe. Oh. Wartet mal, ich habe noch eine Idee. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir wirklich... Dann müssen wir wirklich... Reagiert das gar nicht mehr, oder was? Oh, Clipstudio, das hatte ich noch nie. Mir ist Clipstudio Paint noch nie abgeschmiert. What the fuck? Sind sie gerade an einer... Achso, das ist schon Technik begeistert. Yep. Und dann noch die kreischenden Vögel, die Stress machen. Stress. So, wartet mal. Ich mach mal... Oh, ich glaube, ich habe einfach zu viel auch auf hier. Ich mach mal ein bisschen was zu... Ja, die Technik. Ihr wisst es. Es ist manchmal so. Clip Studio Paint, Task beenden. So, ich mache das Tablet mal aus. Ja, CSP ist normalerweise auch bei mir sehr stabil, aber gerade... Ich habe noch eine Idee. Noch gebe ich nicht auf. Wir gehen in die Dienste rein und schließen die Applikation Wacom und dann starte ich sie nochmal neu. Das bringt dann meistens auch Besserung. Wacom. So. Beenden. So. Starten. Thank you.
Okay, das haben wir schon mal. Aber jetzt brauche ich noch eine Sache, dass ich auch, wenn ich loslegen möchte. Eine Kalibrierung muss ich noch machen. Die Kalibrierung, sonst... Ja, und das hast du halt fast jedes Mal, wenn du irgendwas neu startest. Und das ohne dass du weißt, warum und wieso und weshalb. Aber jetzt geht es schon mal. Jetzt gucke ich noch mal, ob ich die Stift, Dingsbums habe. Atelier. So. Genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Da geht nämlich dann die... Nö, ist nicht kaputt. Das spinnt halt einfach nur. Das ist halt Windows und Treiber. Da hast du immer Spaß mit. Da wird es nie langweilig. So, es geht wieder alles. Oh, schön. So, jetzt können wir endlich mal loslegen, Sunny. Endlich. Alles geht, wie es gehen soll. Das sah so schön aus mit den Ordnern. Hat auch eine Weile gedauert, das alles einzustellen. Aber naja, ich bin halt ein visueller Mensch. Ich kann die Dinge schneller sehen, als wenn dann jeder Ordner gleich aussieht und das erst lesen zu müssen. Lieber Bilder erfasst das menschliche Auge eh schneller. Technik, die verkleistert. Das ist ja dasselbe wie das Auto mit an der Autobahn eine Fehlermeldung gibt. Diese Art zur Behebung des technischen Defekts muss sich im Motor aus und wieder anmachen. Genau. Das heißt nicht umsonst, Technik löst Probleme, die wir ohne sie nicht hätten. So ist es. Und Hallöchen, Mamio, schön, dass du da bist. So, also, wir wollten ein paar Skizzen machen zu diesem Batch, den sich Seema gewünscht hat. Und ich hatte die Idee, dass wir für ihre letzte Sub-Batch-Stufe einen Löwen zeichnen, der eine Krone trägt. Und dafür mache ich jetzt erstmal die Löwenbilder auf, die ich für sie bisher gemalt habe, damit auch der Stil getroffen wird. So, jetzt haben wir wieder den Anschluss gefunden, wo wir hin wollten. Ah, ich habe deinen Antrag bekommen, deine Anfrage. Soeben reingeflattert. Willkommen. Was passiert denn hier? Ach, ein wenig Luke. Manchmal ein wenig mehr. Ja, sie wollen dann immer... Ich gucke sie dann immer fixiert an, dann werden sie wieder ein bisschen ruhiger. Also wundert euch nicht, wenn ich dann manchmal so nach vorne starre. Zu den Vögeln. Die wollen es halt so. Und Minilua, dankeschön für deinen Resub im 11. Monat schon. Schöne Schnapszahl. Bei einer Schnapszahl darf man mit Tee anstoßen. Manchmal sind sie wirklich sehr anstrengend. Es ist mal wieder Freitag, meine liebsten Kunstenthusiasten. Wie schön, euch alle wieder hier versammelt zu sehen. Einen wunderschönen Mittag, liebste Julille und geflügelte Konsorten. Nakeda und Fettöcker wieder auf den besten Plätzen. Auf geht's ins Wochenende, ihr Flauschi. Kleiner als drei. So ist es. Und Hallöchen, Domia. Und Dankeschön für deine liebe Nachricht. Oh, ihr Lieben, die Vögel. Ja, also wie gesagt, sie können sehr, sehr, sehr anstrengend sein. Und Dankeschön, Epidine, für deinen Follow. Oder Epidine. Je nachdem, wie man dich ausspricht, ne? Hier, ihr kommt gleich in Suppentopf. Natürlich nicht. Ich brauche nur Druckmittel. Dann hört euch das mal an. Ja, das sind so die Freuden, wenn man von zu Hause arbeiten muss. Und das machen die dann die ganze Zeit und ständig und permanent. Und oh, hör mich auf. Oh, danke schön. Trauer mit Herz. So. Jetzt tanzen alle Wuppen. Macht auf der Bühne liegt. Macht Nadine, alles klar.
Den einen Vogel brauche ich noch nicht mal zu rupfen. Das ist ja furchtbar. Es ist wie mit kleinen Kindern. Die lässt man dann einfach so lange im Zimmer schreien und bis sie sich dann beruhigen. Das ist die beste Taktik, die man, glaube ich, fahren kann. Ansonsten wird das nämlich nichts. Ich kann nichts hören, ich kann nichts hören. So, ich mache mir die mal hier rein, damit ich ungefähr weiß. Einfach nicht, einfach ignorieren. Hallo, liebe Liebende. Der hat einen Knall, der Vogel. Agent Elson, Hallöchen, schön, dass du da bist. Willkommen in dem entspannten Stream, wo keine Vögel die Streamer unter Druck setzen. Alles ganz entspannt und ruhig abläuft. Das kommt vor allen Dingen richtig gut. Das kommt gut, wenn du Migräne hast. Das ist einfach. Warte mal, mach den mal hier unten. Wenn du Migräne hast und die legen dann richtig los und das machen die auch abends. Beste. Beste, sage ich euch. Gibt nichts Schöneres zum Entspannen. Und das sind noch leise, ne? Man muss sich gut überlegen, sich Papageien zuzulegen, denn die beiden gehören noch zu der eher ruhigeren Gattung. Es gibt Papageien, da geht die Luzi ab. Auch Kakadus, ne? Kakadus sind richtig, richtig laut. Je größer die Vögel werden, desto schlimmer. Die kleinen Löwentierchen. Achso, ja. Ich glaube, so in diesem Stil. Aber ich mache noch mal ihren... sie wollte ja... Also ihre Community wollte den Babylöwen haben. Und der Babylöwe... der Badge ist auch noch... hier irgendwo, den ich öffnen muss. Ah ja, da ist er. Da ist er. Der ist nämlich jetzt wichtig. Sag mal. Gottmin! Bist du irgendwie fotomachabhängig? Und Benjo steckt dann Sui auch immer so krass an. Die ist eigentlich viel ruhiger, aber Benjo... Ah, jetzt verstehe ich. Wartet mal. Jetzt verstehe ich. Birdie num num. Birdie num num. Ihr belohnt sie jetzt auch noch dafür, dass sie hier Halligalli-Drecksau-Party machen. Na gut, Moment. Hä? So. Ich würde vorschlagen, ich gebe ihnen das Leckerli, wenn sie sich wieder beruhigt haben. Denn sonst schneide ich mir selber ins eigene Fleisch. Denn dann lernen sie nämlich, und sie sind verdammt schlau, die Biester, dann lernen dann, wenn ich mache, kriege ich was Leckeres zu essen. Ne? Also Lilith, gedulde dich noch ein ganz klein bisschen. Ich warte, bis sie sich beruhigt haben und dann kriegen sie das Leckerli. In der Hoffnung, dass sie dann die Verbindung herstellen im Gehirn. Wenn ich ruhiger werde, kriege ich was zu fressen. Ja, du siehst meinen perfiden Plan, den ich da verfolge. Warte mal, den machen wir da oben. Ihr habt so einen Knall, ey. Ihr habt so einen Knall. Sag mal, kreist da draußen ein Bussard oder sowas? Ja, und du? Du bist der Schlimmste. Du kommst mal her. Du kommst mal her. Du bist hier der Krasseste. Du kannst doch hier nicht so viel machen.
Ihr könnt hier nicht so einen Terror machen. So ein scheiß fucking Terror. Die Leute kommen her, um sich zu entspannen. Um eine schöne, ruhige Zeit zu haben. Und ihr macht ihr so einen Heckmeck. Wegen nichts. Der Knutscher raucht so toll. So, jetzt gebe ich den gleichen Leckerli. Oh, ich glaube, die sehen irgendwas draußen. Was ist denn los? Ich glaube, ich mache gleich die Jalousien runter. Soll ich euch was Leckeres geben von Miss Little? Warte. Ich bin. Wieder super viel geschafft heute hier. Ja. Hey, du super Knutscher. High five. Und die Sui will kein Stück Käse. Süß. Julchen kriegt auch eins. Aber Julchen muss nicht High Five machen. TV mit Greifvogel, ja. So, ihr zwei. Ich hab nicht mehr. Später wieder. So, darf ich jetzt endlich zeichnen? Ja? Gut. Ich hab das Go bekommen. Meiner bekommt die Krise, wenn der Vögel hört oder sich eine Katze entscheidet, von außen auf Fensterblatt zu setzen. Oh mein Gott. Also meine fangen ja schon richtig krass auch an zu schreien, wenn die auf dem Hof jemanden rumlaufen sehen. Da ist Heike, Hallöchen, Moin. Neku, Hallöchen. Nur zwei davon. Oh mein Gott, Garm. Ja, also da hast du Jackpot. Und vor allen Dingen in Miets Haus, ne? Ich bin noch ganz... Mein Hals ist noch nicht so ganz fit. Ich konnte das mal richtig gut, aber daran merke ich, ob ich endlich meinen Hals wieder frei habe. Du alte Lümmelbacke! Deine kleinen Racker sind geringt. Ich glaube, meine würden sich bei dem Alter nicht dran gewöhnen. Nee, das muss man, glaube ich, ganz früh machen. Also die habe ich ja schon beringt geholt. Ne? Die sind ja vom Züchter. Da waren die dann, glaube ich, so ein halbes, ein Jahr. Ein Jahr waren die beim Züchter. Und dann sind die beiden ja schon ganz früh nach Duisburg gekommen, in den Zoo Zajac. Ray! Ray Kündung! Morgen Juli. Darf ich dich auch noch dieses Jahr hier stalken? Aber natürlich darfst du mich stalken. Du kannst mich stalken, wann immer du möchtest. Ob Tag oder Nacht oder wenn ich dann auch bald wieder öfter streame, wenn ich ein eigenes Zimmer habe, dann kannst du mich auch stalken. Wann immer du willst, mein Guter. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes. Ne, hab ganz, ganz viel Freude damit. Und einen schönen Start ins Wochenende natürlich. Natürlich. So, ne, du guckst hartes. Wo ist O? Miau. Miau. Miau.
klinge immer noch total heiser. Ich hör auf. Alle, die Katzen haben oder Hunde, da ist jetzt Demi. Meine Tante hat meinen 1978 aus Indonesien. Wow. 78, voll krass. Ja, die Stimme ist immer noch total. Die beiden suchen die arme Katze jetzt. Oh. Nee, Katzen kennen die gar nicht. Also das macht ihnen nichts aus. Die sind da im Gegenteil, wenn du miaust, dann kommen die erst recht zu dir. Die wollen wissen und sehen, wer da miaut hat. Ach so, eine Krone. Warte mal. Gottman macht mir zu viele Fotos. Der hat eindeutig zu viele Foto-Kanalpunkte. Zu viele Sonnenblumenkernen hat er. Also wirklich. Gucken, was wir für eine Krone nehmen. Das Problem ist ja. Genau. Wir haben einen Subbadge. Ein Subbadge ist ja von Natur aus sehr, sehr klein. Very, very, very klein. Mein Lemmy mit der jungen Selma Löwenfriseur. Ein Lemmy mit. Und der Rest ist dann haarlos oder was? Also Klatze. Warte, ich mal dir den schnell. Würde dann so aussehen. So hier. Das wäre er. Haben Lemminge eigentlich Ohren? Verstecken die Ohren sich hinter den grünen Haaren? Weil wenn das so ist, wenn das tatsächlich so ist, sag mal, irgendwie habe ich das Gefühl, warte mal, ich nehme mal. Wenn das tatsächlich so ist, dann... Das ist der Gottman im Jahre 1989. So. Gottman sagt, das sieht jetzt aus wie ein Fregel. Ja. Ich glaube, ein bisschen tiefer die Ohren machen. Machen wir mal so hin. So, so sehen Lemminge aus, wenn sie eine andere Frisur hätten. Ja, ich glaube, das kommt hin. So. Jetzt habe ich natürlich wieder die Ebene genommen, wo wir schon was hatten. So, ich brauche einen schönen Bleistift. Gottman sagt, warum bist denn du jetzt so? Und danke. Oh. Gogon, Hallöchen. Und hallo, moin. Hallo.
Julia kriegt man wieder gut abgelenkt. Ja, das stimmt leider. Und dann kriege ich wieder Mecker vom Chat, wenn ich mal eine Minute nicht den Chat lese. Ne? Also, unter was für ein Druck ich stehe, so als Streamer, ja? Das ist schon heftig. Guck mal, ein Gugong. Gugong, Nugok. Das ist dann rückwärts, ne? So gespiegelt quasi. Vergiss, das sind wir tonnenweise Dosenbier, Himbeerschnaps und Weine. Das muss heute ein Singro über den Fraggles. Das ist wieder sehr lange her. Damals war man noch jung. Aber Fraggles, ja, doch, das ist schon sehr lange her. Very, very long. Ich glaube, aber bei dem Babylöwen machen wir jetzt kein Nuckelfläschchen, oder? Ich glaube, das Näschen muss noch kleiner. Das Kindchenschema, ne? Das nächste noch ganz kleines. Oder soll der auch einen Nuckel kriegen? Nee, oder? Ich dachte ja irgendwie so an sowas. Wir machen eine einfache Krone, würde ich sagen. Wenn die man auch als Krone erkennt. Weil Sub-Badges ja immer so klein sein müssen. So verdammt klein. Kann ich, ich kenne die kaum. Ich kenne höchstens die Wiederholungen, weil weil ich noch zu klein war. Ich war einfach zu klein und wir haben ja in der DDR gelebt und da hattest du solche Sender gar nicht. Du durften sowas ja nicht gucken. Tin, hallöchen. Ja, FKK, ich sag's dir. Ja, ja. Aber ich wünsche dir noch ein frohes, gesundes neues Jahr. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gehört und gelesen dieses Jahr. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen. Ja, Scaffing, ich weiß. Ich wurde gerade schon darauf hingewiesen, ich ändere das heute. Suppe ist angerichtet. Ich habe es noch nicht geschafft zu ändern und anzupassen. Ist heute Abend erledigt. Jetzt kann ich es nicht machen, weil ich streame. Aber das wird gemacht noch. So. Thank you.
Ja, aber ich glaube, die ist noch ein bisschen zu groß. Oder ich mache das Gesicht kleiner. Wir müssen nämlich jetzt auf das Kindchenschema zurückgreifen. Und das besagt große Stirn, große Augen, kleine Nase und kleiner Mund. Wenn man das berücksichtigt, hat man schon alle wichtigen Dinge, die man braucht. Und höher muss die Nase. Kleiner und höher. So. Tja, schau mal, was ist mit euch los, ja? Oh, ich mach gleich die Fotofunktion aus. Das ist gerade hier wie, als wäre hier eine Filmpremiere. Ivan, hallöchen. Ich benutze Clip Studio Paint. Am liebsten. Also zum Zeichnen benutze ich am liebsten Clip Studio Paint. Wenn es um Bildbearbeitung geht oder um so einen Feinschliff, sag ich mal, Farbjustierung, dann nutze ich dann sehr gerne Photoshop. Und Krita habe ich, glaube ich, noch nie getestet. Würde ich aber gerne. Aber noch lieber würde ich mal Procreate testen. Aber für Procreate braucht man ein iPad. Blödes iPad. So. Godmin sagt, ich finde es völlig in Ordnung, wenn du dich wie auf einem roten Teppich fühlst. Wir machen jetzt erstmal die ganzen Bilder und die Interviews kommen dann später. Oh mein Gott. Ah, nee. Okay. Aber nicht so viele Interviews. Ja, ich habe heute noch Termine. Noch 12. Ich habe tatsächlich heute geschenkt bekommen für morgen meinen V-Day. Oh, du hast ein iPad gekriegt, Minilu. Geil. Da muss ich mir aber mal schon mal einen großen Applaus geben. Und ich weiß, du hast noch nicht Geburtstag, aber trotzdem wünsche ich dir schon mal im Voraus morgen einen ganz wundervollen Tag. Ein Minilu-Art-Ehrentag. Das größte Geschenk hast du wahrscheinlich schon, oder? Oh, das ist doch toll. Vor allem Procreate ist doch auch kostenlos, ne? Ich glaube, das kostet gar nichts. Ja, die Öhrchen. Jetzt ist echt halt die Frage, soll ich mit oder ohne Nuckel? Oh, ich habe einen falschen Stift. Soll ich mit oder ohne Nuckel? Ich weiß es nicht. Gandalf gemacht. Oh, der Gandalf. Warte mal, den lassen wir jetzt mal visuell natürlich auch noch mal hier. Gandalf. Ach, du hast dir den selber gegönnt. Geil. Darf man auch mal. Auf jeden Fall. Dann, hallöchen. Schön, dass du da bist. Denke, der geht bei der Krone sonst runter mit dem. Ja, ich denke auch Morgi. Ich denke mal auch, dass wir. Da ist der Käse abgegriffen. Sag mal, bist du zum Kühlschrank gelaufen? Ist die Käse gut oder wieder was? Der ADN 87 sagt: Nur schön, gehe den Mittag. Ich wünsche dir einen guten Mittag auch, dann.
Oh, ach so, okay, das kostet trotzdem. App Store von Apple kostet die App einmalig. Ja, guck mal, 12 Euro. Das ist wirklich fast geschenkt. Vor allen Dingen, was man dann für ein grandioses Programm bekommt. Mit so tollen Pinselspitzen. Und die Funktionen sind auch voll krass. Also das, was ich mal gesehen habe. Ich habe sie leider noch nie ausprobiert oder getestet. Genau, finde ich auch, Morgi. CSP, ja, lässt keine Wünsche offen. Wenn man animieren und zeichnen möchte, ist das einfach perfekt. Mir fällt der Arm gleich ab. Benjo macht auch gerade Mittagspause. Er hat seine Käsebämme ohne Bämme. Ey, da ist aber noch was. Du stehst auf dem Käse. Oh, Benjo. Da ist noch was. Das sieht aus. Küss die Hand, schöne Frau. Benjo hat uns wieder eine Nachricht hinterlassen. Benjo hat uns wieder eine Nachricht hinterlassen. Ich habe die ja mal gesammelt, ne? Es fing an, dass Benjo eine 5 gemacht hat aus einem Stück Käse. Irgendwie ist der Zoom ein bisschen hinterher, warte mal. Oh, jetzt geht's schneller. Naja. Okay, möchte noch jemand? Nein, gut. Da ist ihn auch noch, die Pfannenmund. Schön. So, mein Hustentee ist auch erschwert. Der schmeckt irgendwie merkwürdig. Boah, dann werde ich gleich wieder schlimm wohin rennen müssen. Auf die Tö. So, warte mal, ich muss mir mal das Foto daneben legen. Ach, der Babylöwe. Oh, eigentlich hat der Löwe ja kaum Haare, ne? Weil der junge Löwe hier, der hat ja auch schon kaum Haare. Mähne. Oh. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Muss ich mal gucken, wie ich das löse. Weil eigentlich rein theoretisch dürfte ja der Babylöwe gar keine Mähne haben. Aber wir sind da jetzt nicht so streng. Weil da oben der Babylöwe hier, der hat ja eigentlich auch mehr Haare. Das ist halt ein spezieller Babylöwe. Der kommt schon mit Mähne aus der Löwenmama Mumu. Um etwas rauslocken, genau. Ja, so ein bisschen wirr rauslocken kann man das. Und unten kommen ja auch noch ein paar hin. Also er wird keine Dingenskirchen haben. Oh, falsche Ebene. Godmin sagt Klick. Danke, Heika. Ist das jetzt Zufall, dass ich das überschnitten hat, oder hast du jetzt sofort reagiert? Da finde ich das schon krass. Bewundernswert. Ein bisschen fälliger muss er noch werden. Der hat noch
irgendwie zu Gottmann wenig. Gottmann sagt Zufall, aber der Vorleser und das Foto waren Absicht, weil ich so mega kreativ bin, wenn ich mich vor der Arbeit vor der Arbeit drücken, ja. Das darf man auch mal freitags. Ich glaube, die Fotofunktion mache ich dann aber aus, wenn wir spielen. Skelfing Hell! Das gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Nein, die Skelfing Hell! Was erzähl ich denn für einen Käse? Oh, ich bin im Absatz. Entschuldigung. Skelfing Hell hat das Foto gemacht. Für Jochen. Dankeschön. Und ich habe mich gerade gewundert, das ist ja der erste Sub hier. Ich danke dir. Mensch, herzlich willkommen und viel Spaß und dieser wunderbaren Community. Und natürlich viel Spaß mit den Emotes. Das sind die beiden hier. Ich war nie gut in Mathe, aber der zweite Vogel ist gerade erfressen hier. Also der eine von den beiden. Guck mal, mein Pullover ist ganz dreckig hier. Ja, das ist jetzt alles der gewesen. Alles. Und sie. Oh, ich bin noch im Echo, ich weiß. Ich hab's schon ausgemacht. Ha! Hey, Dankeschön. Psst, sagt's nicht Gottmann. Sagt's nicht Gottmann. Vielleicht hat er es auch nicht mitbekommen. Es ist nichts passiert. Überhaupt nichts passiert. So viele Pannenplatz. So viele Papppats, die ich heute kriege. Robert, habe ich das verbrüllt? Ich kriege alle Fehler mit. Wo ist eigentlich meine Pedale? Meine schönen Elgato-Tebale. Der Freitag ist der neue Montag bei mir. Meine Pedale, die hat immer mein Dödel. Ja, natürlich. Wie die Haie. Wie die Haie! Haie ab Muaha. So, die mache ich mir jetzt mal hier unten hin, damit ich ungefähr alle zusammen habe. Warte mal, mein Dödel, das habe ich hier irgendwo, aber warte mal, ich glaube, das wäre so. Scheiße, wieso habe ich jetzt getippt? Ja. Das war die falsche Antwort. Wir haben, wie ging das immer? Wir haben so viel Zuschauer gefragt, oh. Ach, guckt mal. Oh, es war sehr kurz. Eine Transformer. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Das ist fatal! Fatal, ja. Wir haben doch keine Zeit. Wenn du, nein! Das mache ich mehr oder weniger alleine, Luke. Und das ist manchmal sehr, sehr schwer. Bei Benjo mittlerweile geht's. Ich nehme immer so einen Clipser. Ne? Ich halte mit einer Hand fest den Vogel, mit der anderen Hand nehme ich halt den Clipser. Aber Sui, ich habe nur eine Kralle geschafft letztes Wochenende, weil die wird dann so unruhig. Ja, das ist immer ein Horror, den beiden die Krallen zu schneiden. Was macht die denn hier? Oh Mann, ey. So, haben wir's jetzt? Könnt ihr jetzt wieder eure Stellung einnehmen? Ja, hallo. Ich habe schon ganz, ganz oft gesagt, das ist wahrscheinlich hormonell bei ihr. Ich kriege das sehr, sehr oft zu hören, aber ich kann halt nichts machen, weil ich nicht weiß, wie ich sie behandeln soll. Ich habe schon so viele Dinge ausprobiert.
tut mir auch sehr weh, das zu sehen. Aber was willst du machen? Ich kenne halt keinen Papageienpsychologen. Sag mal, ihr zwei, ihr seid aber unruhig heute. Okay, weiter geht's. Wir wollen ja noch diese Skizze fertig bekommen. Glaube ich dir. Ich weiß nicht, ob ich das mal bei meinen probieren sollte, aber die sind ganz schön scharf, die Krallen. Oh, ja. Vor allen Dingen, ich merke das halt, sobald die sehr, sehr ausdünnen, also die werden ja dann richtig lang und das Ende der Krallen ist ja dann richtig lang und dünn. Und dann weiß ich, jetzt kommen die aber spätestens ab. Und das geht dann auch relativ fix. Weil das Problem ist, die klettern ja viel an mir hoch und runter, ne? Und an den Klamotten, an Decken. Und die bleiben mir dann immer hängen und fallen dann immer aufs Gesicht. Oder können dann nicht wegfliegen, weil sie hängen bleiben. Das ist eigentlich das größte Problem. Joe, hallöchen. Schön, dass du da bist. 100 Leute haben wir gefragt. Nennen Sie etwas, was man... Genau, Daten, danke schön. Du weißt das noch, wie aus dem FF. Black, hallöchen. Hoch die Flügel, Wochendübel. Ende. Du hast recht. Einen schönen Start ins Wochenende wünsche ich dir, Black. Und Aviarum, hallöchen. An Decken stelle ich mir die Beine gerade an. An Decken, ja genau. Benjo, machst du für uns die Fledermaus? Komm hier. Komm hier, mein Süßer. Machst du für uns die Fledermaus? Benjo ist die knutsche Fledermaus. Ich bin die knutsche Fledermaus, nicht reich, gell? Knutscherig. Sui, wieso sitzt du hinten auf dem Parkett? Guck mal hier, Loge. Loge ist angesagt. Gehst du doch so kalte Füßchen. Oh nein, 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 nein. Da sollst du nicht. Nein. Da ist Tabu. Benjo, da ist Tabu. Bin doch kein Känguru, Mann. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ja. Ein hervorragendes Vorankommen heute wieder. So, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch, ihr zwei. Da unten geht's nicht. Bei den Armen muss ich gleich bewegen. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Das war nicht so gut, Zoe. Ach, Mensch, ihr zwei Mäuse. Quack, 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 quack. Da ist eine Tasche dran, ja, aber in die gehen sie nicht. Die gehen immer eine Etage tiefer. Diva. Eine Etage Diva. Ich hätte früher beinahe eine Dole. Oh mein Gott, wie geil. Ich wollte immer eine Dole haben. Ich habe mal eine junge Dole gefunden, die aus dem Nest gefallen ist. Aber ich habe mir nicht getraut, die mitzunehmen. Ich hätte es fast getan. Hätte die dann selber großgezogen, weil ich Angst hatte, dass dann irgendwie Katzen die holen. Aber vielleicht haben ja noch die Eltern Dolen sie gefunden. Oh, das war ganz schrecklich. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Man darf ja auch solche Vögel nicht mitnehmen, wenn man die einfach so findet, ne? Aber oh, es fiel mir echt nicht leicht. Ich muss jeden Tag an diese Dole denken. Dolen sind so toll. I love Dolen. So. So, wir wollten, genau, diesen Bereich noch ein bisschen fälliger machen. Eule, ne? Eulen finde ich ja auch so toll.
Aber ich glaube, die zu Hause zu halten... Ich finde es cooler, wenn man so eine Freundschaft zu Tieren hat, wo man denen die Wahl lässt, ob sie dich besuchen wollen oder nicht. Also die quasi in Freiheit leben und aber ab und zu mal bei dir vorbeikommen und man kann die dann verwöhnen, ja, mit Leckereien. Ich würde sogar Dohlenplätzchen machen oder Eulen, Eulenwürstchen grillen. Aber ich möchte sie halt nicht einsperren. Ich möchte den Tieren einfach nicht die Freiheit verbieten. Das ist... Nee. Aber verdammt, Jewisch, mein Opa hat erzählt, als er jetzt gerne hat, da musste er ständig Schmucklöffel und ähnliches Leuten zurückbringen. Oh, wie cool. Meiner klettert gerne in die halboffene Jacke. Luke. Ja. Genau, weil es da so schön warm und geborgen ist, genauso bei den Tüchern, das ist bei sicherlich wie ein Nest. Meine sind auch Höhlenbrüter. Und bei Sui und vor allen Dingen Benjo auch, aber noch mehr bei Sui, wenn sie kurz vorm Eierlegen ist, dann ist sie fast einen Monat lang nur, pup, die ist am Morgen schon, zack, ist sie schon hier drin und die nistet sich dann richtig da ein, hat auch schon ein Ei gelegt. Im Dezember, nee, wann war es? Ende November, hat Sui ihr erstes Ei in meinem Pullover gelegt. Da lag sie hier unten so an meinem Bauch und ich habe das gar nicht mitbekommen. Am nächsten Tag mache ich unterm Schreibtisch sauber und finde ein Ei. Ich so, ja, das ist am Abend rausgeplumpst. Oh, Morgi, viel Spaß beim Weitermachen und Dankeschön fürs Lurken. Plupp, genau. So ungefähr. So wie Eichhörnchen, die dir dann alles klauen. Ja, dieser kleine Katzengeheul, nachdem meine zwei gestorben sind, will Tiere auch in Freiheit sehen. Ja, ja. Gar nicht funktioniert. Die hätten sich das aussuchen können. Das ist schon das Beste, wenn man den Tieren die Wahl lassen kann. So. Ich glaube, den können wir noch ein bisschen mehr. Da können wir noch ein bisschen höher gehen. Die Krone ist nicht zu groß. So, und dann lassen wir noch ein paar Haare hier. So, müssen wir überlegen. Wir haben ein rechteckiges, dass wir den Platz schön auskosten. Ich mache mir mal kurz ein Rechteck, damit ich ungefähr weiß, in welcher Größenordnung ich hier... Das ist ein Kreis. Wir wollen aber ein Viereck. Wir wollen ein Viereck. So. Gucken wir mal. Bei Batch ist es, glaube ich, noch wichtiger, dass wir jeden kleinsten Millimeter nutzen, den wir zur Verfügung haben. Weil die so verdammt klein sind, die Dinger. Da kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Der Krauchewacker meiner Tante wurde 3/4 ihres Lebens für ein Männchen gehalten, ehe sie angefangen hat, Eier zu legen. Oh mein Gott!
Man kann das aber auch so schwer bei den Vögeln erkennen, ne? Bei Wellensittichen hast du ja gerade noch den Ansatz von der Farbe der Nase hier, vom Schnabel, ne? Diese Nasenregion, die ist ja beim Männchen blau und beim Weibchen in so rosa Farben. Und bei, ja, solchen Vögeln kann man das echt, ja. Ich habe auch am Anfang ganz doll Schwierigkeiten gehabt, Benjo und Kisui auseinanderzuhalten, weil Sui dann noch nicht nackt war. Die hatte auch Gefieder wie Benjo. Aber mittlerweile, auch wenn sie noch das Gefieder hätte, man kann die schon am Gestus, am wie sie sich verhalten, an der Schnabelform erkennen. Aber das ist wirklich tatsächlich sehr schwer. Das ist ja echt witzig. So lange Zeit. Nanu, jetzt legt er Eier. Was ist denn hier passiert? Ach, schön. Und Hallöchen, Rena. Moin. Ich kann das mit den kleinen Vögeln. Mein Vater, mein Küken ist aus dem Nest gefallen, ist wegen einem Sturm. Oh Gott. Mein Vater hat mir zu uns ins Rhein genommen. Da haben wir uns um den Kleinen gekümmert, bis er fliegen konnte. Oh, und dann habt ihr ihn wahrscheinlich dann, wenn er groß genug wurde, dann in die Freiheit entlassen quasi. Oh, das muss aber schwer gewesen sein, ne? Das ist eher ein Quadrat, ne? Das ist eher ein Quadrat. Aber wie gesagt, mit Mathe habe ich es eh nicht so. Irgendwas Eckiges, was gleiche Ecken hat und gleiche Kanten. Elchwiesel, hallöchen, bonjour. Mademoiselle. Schön, dass du da bist, Elchwiesel. Ich gebe mir meine Tasche, eine Tasche Tee. Oh, das klingt gut. Meiner ist kalt. Und ich muss mir gleich auch einen neuen machen noch. Oh, Kekse habe ich auch noch. Aber wenn ich die raushole, dann sind die Vögel, dann nicht vorbei mit der Ruhe. Oh. Das war Eistee. Der war so kalt jetzt. Oh. Meine Eltern hatten auf dem Balkon mal ein Amselnest. War richtig süß. Und wie die Kucken kurz davor waren, Flügge zu werden, haben wir die mit Handschuhen, die Kucken immer ins Nest zurückgelegt. Und eines Tages war die Familie fort. Oh. Das war eine schöne, rührselige Geschichte. Sowas höre ich gern. Okay, was können wir tun, um noch mehr Platz? Noch mehr Platz zu bekommen. Ich glaube, das ist schon ganz cool. Wir könnten sogar noch ein bisschen hier unten was vom Löwen zeigen. Ah, jetzt bin ich ja noch bei dem Aufziehding ins Kirchen hier. Das ist ja Quatsch. Warte mal. So. Hals haben die auch nicht so groß. Oder da steht so und guckt so keck über die Schulter. Mal gucken, wo wir das hinkriegen. Sate, Hallöchen. Eistee mit Wurstgeschmack. Teewurst. Oh, Teewurst habe ich damals total gerne gegessen. Bei meiner Oma. Hat eine richtig krasse Phase gehabt, wo ich Leberwurst und Teewurst wie eine kaputte gegessen habe. Ich hatte einen Teller, einen wirklich großen Teller, wo man normalerweise so ein warmes Gericht drauf ablegt, ne, mit Klößen und vielleicht Rotkraut und so weiter. Also richtig großer Teller, 30 cm Durchmesser hatte der. Und da habe ich mir dann Erdnussbutter, wollte ich schon sagen. Leberwurstbrote gemacht. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Das war ein ganzer Berg, ganzes Uralgebirge war das quasi. Willkommen. Das war die Phase echt, wo ich in der Wachstumsphase war. Auch so 4, 5 Milchreis hintereinander. Great, dankeschön. Ein Teller, ja, ein richtiger Teller. Ein Ural. Ural. Oder Urangebirge. Und Hallöchen. Ach Mensch. Soll ich mal gucken, ob wir hier so eine schöne Pose hinbekommen? Also der Platz wäre ja da, hier unten noch. Das
wäre sonst Platzverschwendung, da einfach nur den Kopf hinzumachen. Versuchen mal. Achso. Weil das ist ja schon was Besonderes, ja, wenn man 10. Oh, ich muss niesen. 10 Jahre Recept. Oh. Das war jetzt eine Wohltat. Oh. Wenn meine Nase es könnte, würde sich jetzt eine Zigarette anzünden. Oh, also Zigarette danach. Puh. Dankeschön, Trauer mit Herz, das ist lieb. Das Urangebirge, genau. In Thüringen, Sachsen, besser bekannt als Wismut. Oh, Wismut, das sagt mir was. Ja, Analogie. Jetzt hört aber auf, Mensch. Da machst du bestimmt Cozy Games, oder? Sagt dir Sky Schilder. Ja, das habe ich mir jetzt runtergeladen. Das war nämlich umsonst, ne? Nicht umsonst, sondern gratis war das, Neku. Ich habe es aber noch nicht gespielt, weil mir God of War dazwischen gekommen ist. Aber ich bin schon sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt, weil ich habe auch Journey gerne gespielt und dieses Flowers, ne, wo man so eine Blütenansammlung war und so durch die Luft geschwurbelt ist. Das war richtig cool. Aber wir werden hier bald auch ein Cozy-Spiel spielen. Oh yeah. Mein Overlay ist ja dafür schon fertig. Wollt ihr es nochmal sehen? Ich zeige es euch nochmal. Wo ich extra ein Bild für gemalt habe und animiert habe. Wo ist es denn jetzt? Moment. Da ist es. Da. Da unten in der Ecke. Da. Ganz, ganz links. Das spielen wir hier bald. Mhm. Vielleicht schon nächste Woche. Hab schon richtig Lust drauf. Das ist quasi mein Overlay dafür, was ich mir gebastelt habe. So ganz grob. Ja. Ich versuche immer, wenn ich ein Spiel ein bisschen längerfristig spiele, da auch natürlich entsprechend ein Overlay zu basteln. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz, ganz wundervolles Point-and-Click-Adventure in einem ganz coolen Stil. Das möchte ich mit euch auch noch spielen. Da habe ich nämlich einen Key bekommen letztes Jahr im September für die Veröffentlichung im Oktober. Und ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Aber das ist nicht vergessen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dankeschön, Neko. Machst du heute super? Nein, warum? Da fällt mir doch die Mütze. Ey, du glaubst gar nicht, wie gemütlich diese Latzhose ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz flauschiger, wundervoller Stoff und ich mag solche Hosen für zu Hause. Ja, da ist richtig schön viel Platz. So, machen wir mal weiter. Ich glaube, ich muss die zwei Sachen... Tja, machen wir das jetzt mit der Schulter nach vorne oder machen wir das nicht? Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber so vom Grundton finde ich den... Ich glaube, es sollte nicht zu... Gottmin sagt Julia. Ja, also Stretchen, ich weiß. Klick macht. Also, Schulter nach vorne oder nicht? Das ist ein gutes Stichwort. Guck mal, wie sehr ich mich freue. Da kann ich mich auch in die Küche stretchen und mir neuen Tee stretchen. So. Dann würde ich mal sagen, ich bin gleich wieder da. Nutzt die Gunst der Stunde und geht vielleicht nochmal auf die Tö. Getränke wegbringen oder holt euch ein leckeres Getränk, denn wir machen hier gleich weiter nach einer kurzen Stretch- und Werbepause, denn ich bin auch nur ein klitzekleiner Streamer, der ein bisschen durch die Inflation muss. Und deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen Werbung.
mit Magifix was Tolles zaubern. Spaghetti Bolognese. Pasta, Magi, Magi, Pasta, Pasta. Mit Magifix Spaghetti Bolognese. Ich nehme Hackfleisch und Magifix für Spaghetti Bolognese. Den finde ich richtig gut. Ist ein ganz toller Typ und der hat auch immer saubere Gläser, bloß ich nicht. So muss ein Glas aussehen, ne? Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Wie wär's mit dem Schokoriegel? Schokoriegel? Oh, sie stellt Ansprüche. Wow, ich hab's. Tamtaratam, ich präsentiere die wahrscheinlich längste Praline der Welt. So lange Pralinen habe ich noch nie gesehen. Bist du sicher? Wo sind die Duplos? Die einen ist das Duplo, für die anderen die längste Praline der Welt. Mein Job ist wirklich ziemlich hart. Es bleibt mir einfach nichts erspart. Ich brauch ne Erfrischung. Mit Zitrusfrische, das ist Teil unser Toilette. Mit Dauerfrische Tag für Tag. Oh, mit Zitrusfrische. Das ist der hellste Punkt an meinem Horizont. Du bist der Farbenklecks in meinem grauen Grau. Merci, dass es dich gibt. Merci, dass es dich gibt. Oh, wie verführerisch. Ein Schokokratisch. Mann, es ist ein köstlich Leid. Ein sicher. Musst du kennen! Comic Action Abenteuer. Limit! Comic Action Abenteuer. 100 Seiten! Comic Action Abenteuer. Limit! Comic Action Abenteuer. Jeden Monat neu! Comic Action Abenteuer. Limit! Comic Action Abenteuer. 380! Comic Action Abenteuer. Yes! Comic Action Abenteuer. Im Zeitschriftenhandel! Comic Action Abenteuer. Meisten, wie geht's? Hast du etwa Piggy? Das macht gar nichts. Denn ich habe hier die neuen Glerasil Duo Aktivpads. Zwei Seiten. Die eine Seite ist rau. Entfernt Unreinheiten und Fette. Die andere Seite ist so sanft, wie du mich nur privat kennst. Die beugt mit einer antibakteriellen Lotion vor. Also, test mal an. Einfach doppelt gut. Rau reinigt besser, sanft pflegt besser. Glerasil Duo Aktivpads. Ich heiße Annemarie Müller, bin Bayer und ganz narrisch auf Müller. Die Buttermilch schmeckt und ist wie eine Schönheitskur von Ihnen. Alles Müller oder was? Ja, Gott sei Dank, ich heiße nicht Müller, aber die Butter... So, reicht das mal mit Werbung. Ich komme sofort, das Wasser kocht nochmal für einen neuen Tee. Warte mal, dann mache ich mal so lange wieder Musik. Bei Gelbhaubenkakadus geht das noch mit dem Geschlecht. Das sieht man anhand der Augenfarbe. Weibchen haben etwas rötlichere Augen, wenn man näher hinguckt. Und bei passenden Lichteinfarbe bei den Männern sind die komplett schwarz. Oh, interessant. Ich habe, wie hieß denn der Vogelpark? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Mein Tipp, ein ordentlicher Wurf. Oh nee, wart herrlich. Heiligenkirchen, glaube ich, da gibt es einen ganz tollen Vogelpark. Und da habe ich auch einen Kakadu gesehen. Einen weißen, mittelgroßen ungefähr. Der hatte richtig krasse, rote Augen. Das sah heftig aus. Boah. Keine Starfroh, hatte schon ganz schrecklichen Ohrwurm vor dem...
Ich kann ja gleich nochmal den Werbefilm, den Werbematz einspielen. Das ist kein Problem. Ich glaube, Benjo möchte mir irgendwas mitteilen. Ich weiß nur nicht so richtig, was. Was möchtest du von mir, Vogel? Süßer. Benjo-san. So, mein Tee ist gleich fertig. Ah, da willst du rein. Das ist ein Kragenpullover, da kommst du, glaube ich, so nicht rein. Scheiße, Benjo. Ein 30 cm oder 50 cm großer Kakadu. Ich glaube, der war 30 cm groß. Ich würde gerne mal die Fotos zeigen von dem Park. Die waren ja sowieso so schön. Wie mache ich denn das? Ich weiß mich gerade gar nicht. Pass mal auf. In einer der nächsten Streams werde ich mal eine kleine Fotoshow davon zeigen. Weil das war echt so toll. Ich habe die nämlich alle auf dem Handy. Die müsste ich erstmal vom Handy alle auf den PC übertragen. Keine Chance. So, jetzt hole ich mal mein Teewasser. Benjo! Gottman has activated the Tanzos Beklopptus in the house. Dankeschön. Wer war das? Gottman! 1000 Bits! Bist du denn des Wahnsinns? Ja, bist du närrisch? Dankeschön! Du bist doch verrückt, Min. Dankeschön. So viel wieder. Samba-Schnitzel. Vielen lieben Dank für die 22 Bits. Jetzt hat der eine Vogel sich vor dem anderen Vogel erschreckt, weil Sui den Horst hier umgeschmissen hat. Ne? Das Holzgestell, das heißt nämlich Horst. Ne? Der Vogel hat immer seinen Horst. Das ist auch unser Horst. Das ist euer Sitzhorst. Ne? Was kann man am besten auf dem Horst sitzen? So, und Hallöchen, Nico. Einen schönen Start des Wochenende auch dir. Mehr als einen Monat nicht mehr hier reinschauen können. Oh, was? Mir war so, als wärst du Mittwoch da gewesen. Warst du Mittwoch nicht bei uns? In unserer schönen Gummihuniti-Runde? Gummihuniti. Jetzt hast du mich erwischt. Oh, die Hände, Wochenende, genau. Und darauf machen wir jetzt nochmal einen schönen akustischen. Ja, den haben wir alle uns verdient. Wir haben wieder eine Woche geschafft. Und jetzt steht das Wochenende ganz nah bei uns. Wir können schon riechen, oh Mann, es riecht nach Himbeeren. Oh yeah. Nach Himbeer. Nach Himbeer und Käsekuchen-Mochis. Oder wer halt ein Schnitzel mit Pommes will, auch nach Schnitzel und Pommes. Ne? Je nachdem, was ihr halt gerne habt. Mittwoch war ich erst um 19 Uhr. Oh. Das ist spät. Ja, da blinkt's! Das gibt's ja nicht. Dankeschön! Vielen, vielen lieben herzlichen Dank für deinen sechsmonatigen Restart. Der Herr der Drummeln grüßt die Herrin der Birbs und genießt den herrlichsten Himba-Duft-Stream auf. Twitch. Dankeschön, Raphael. Vielen, vielen Dank. Der Herr der Drummeln. Oh, du bist das mit den süßen Drachenhummeln, ne? Oh, die sind so goldig. Die sind so schön geworden. Bei meinen würde so ein Horst nicht lange überleben. Würde in einem Tag zu... Ja, meiner sieht auch schon... Also der von Zoe und Benjo sieht auch schon sehr... Also ich sag mal so, sie sind an den äußeren Enden sind sie schmaler geworden. Wie so ein Speer. Wie so eine Speerspitze. Aber noch,
noch steht das Ding. Ich habe ja auch immer Angst, wenn die dann da drauf sitzen und sich das abknabbern. Ich so, ihr macht's wie Goofy, wenn er auf dem Baum sitzt, ne? Er sitzt dann auf dem Ast oben und sägt dann auf dem Teil, wo er steht. Oh, ich glaube, das ist denen egal. Die haben halt, Papageien haben einen enormen Knabber und Knupsel. Was wollte ich sagen? Es geht schon wieder los. Trieb. Ich wollte Trieb sagen. Was ist denn los hier, Holger? Das weiß ich doch nicht. Dankeschön, Luke Ainsworth. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen ersten Sub hier. Mensch, herzlich willkommen in der Community. Schön, dich begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit den Papageien-Emotes. Und leider ist mein Maskottchen auch an, ich weiß nicht, Corona oder irgendeine Grippe hat es erwischt. Es kann nicht mehr richtig tröten. Aber ich habe noch ganz viele andere Gummihühner, die hier ordentlich Remi-Demi machen können. Unsere arme Veronika ist leider immer noch heiser. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie mal repariert bekomme. Da ist irgendwas drin, das ist kaputt. Und ich muss gleich mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja heute noch gelöst. Wie ich die... Oder ich guck mal, ob ich die im Google Drive habe, die Fotos von dem Ausflug. Oder ob man die irgendwie so hochladen kann. Dankeschön. Das, was meine auch an dem Ast knabbern, worauf er sitzt, ist es... Ach, ja. Ne, man nimmt ja eigentlich an, und das sind sie ja auch, sehr intelligent. Also Benjo, der kann überall ausbrechen. Der kriegt alles auf und die sind richtig ausgefuchst. Aber diese Sache mit dem Ast. Die Kollegin hat aus heiterem Himmel gekündigt. Richard und nicht mal Übergabe gemacht. Seit Anfang Dezember schleppe ich nicht nur meinen Konstruktionsstoff, sondern auch noch Verwaltungskram durch. Aber jetzt ist eine neue Kollegin da, die eingearbeitet werden muss. Aber hey, Chef, ist im Dezember doppelt den Lohn überwiesen. Wow. Na immerhin. Na immerhin. Aber weißt du, wie ist es? Damit entlohnt. Trauer mit Herz! Piep, 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 Seemal, 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 piep, piep, piep. Dankeschön für deinen dreimonatigen Resub. Vielen lieben Dank. Und weiterhin dir auch viel Spaß mit den Emotes. Vielen Dank, ihr Lieben, für den Support. Schon wieder ein Hypet rein. Ihr seid doch alle irre. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Du liebst Papageien. Mein Kleiner ist 15 Jahre älter als ich selber. Was hast du denn für einen? Oh, herrlich. Also wenn es klappt mit der Wohnsituation, dass ich mehr Platz habe, dann werde ich mir auch noch ein Papageienpärchen holen. Ein Kalkpärchen wahrscheinlich. Ich hab's so Lust. Vielleicht ein Grünzügel, aber ach, ich bin noch nicht so schlüssig, aber auf jeden Fall kommt ein neues Pärchen nach Hause. Damit Benjo und Sui dann noch ein paar Spielkameraden haben und wir noch mehr Freude. Aber eigentlich habe ich ja keine Papageien, ich habe Enten. Oder Frösche. Seid ihr Enten oder Frösche? Sui. Bist du ein Frosch oder eine Ente? Quack, quack. Sui. Sui, Sui. Benjo, Benjo. Quack, quack. Kann die mit uns nicht vernünftig reden? Ey, er ist immer eifersüchtig hier. Das ist mein kleiner eifersüchtiger Hahn. Der will immer im Mittelpunkt stehen und die volle Aufmerksamkeit. Der ist sehr eifersüchtig auf Suki. Ich hab euch doch gerade gesagt, oder dir, vor allen Dingen dir habe ich gesagt, dass du nicht eifersüchtig sein sollst. Himmel, Herrgott, du kriegst genauso viel Aufmerksamkeit wie Sui. Ja, der will alles. Er will die ganze Aufmerksamkeit, weißt du? Nicht nur so ein bisschen oder 5%. Nein, ich will sie alle. Jetzt ist er happy. Jetzt ist er happy. Ich krieg ganz 100. Ich krieg 1000% jetzt. Ja, 1000% kriege ich jetzt. So muss das.
Einfach Handy per USB-Kabel an PC stöpseln. Das könnte ich machen. Oder DCLM. Da sind deine Fotos drauf. Du musst sie nicht mal runterladen zum Anschauen. Oh mein Gott! Ich muss mal gleich schauen, ob ich das hinkriege in der kurzen Zeit. Vielen herzlichen Dank für den krassen Zug EY. Haben wir eine Ratte, Hallöchen, schön, dass du da bist. Dir einen schönen Start ins Wochenende. Die sind grün, also eher Frösche. Andererseits haben sie Schnäbel, also eher Enten. Freunden-Ensche? Frog-Enten. Ensche finde ich gut. Ist halt Ensche. Ich muss widerstehen. Darf nicht so viel Geld für Pinsel ausgeben. Muss stark sein. Oh. Welche Pinsel haben sie denn gerade angetan? Meinst du Brushes, Digitalart oder Aquarellpinsel? Oder Acrylpinsel? Tut tut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Emote bekommen. Benjo, jetzt lass mich mal hier Dinge machen. Ja? So. So, ich werde die Krone wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Und hier und da werde ich noch ein paar Härchen machen. Aber ich glaube, so im Groben und Ganzen müsste dieser Löwe doch schon funktionieren. Bin gespannt, wie Seema ihn finden wird. Den kann ich ihr heute noch offenbaren. Den mache ich dann am Montag fertig und dann kriegt sie dann ihre Sub-Badges auch am Montag. Yippie! Das ist super. Seema hat mich gerettet quasi, weil dieser eine da abgesprungen ist. Man muss ja auch irgendwie durch den Monat kommen, ne? Ich habe längst schon alle. Oh, geil. Ich finde auch gut, dass ein paar Vögel dazwischen sind. Meine Pappnase macht auch wieder nur Quatsch im Hintergrund. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. So, dann machen wir jetzt die Krone noch mal ein bisschen. Wollen wir noch ein paar Edelsteine dran machen vielleicht? Oder kann man den überhaupt erkennen? Es ist ein Zappbatch. Ich darf jetzt nicht den Fehler machen. Und da noch ein paar Details und hier noch ein paar Details. Weil das siehst du dann sowieso nicht. Aber so ein paar runde Sachen hier. Wobei ich auch nicht davon ausgehe, dass das wirklich erkennbar sein wird. Noch. Aber egal. Der gute Wille war da. Das ist manchmal einfach das Alleinige und Entscheidende. So. Wieder im falschen Pinsel. Irgendwie. Sieht er mit jedem Strich anders aus. Ja, das ist doch der falsche. Ich glaube, das war nur so. Ich versuche gerade seine schöne Transportbox zu stopfen. Wer weiß, was er vorhat. Wer weiß. Man kann den kleinen Kerlchen ja nicht in den Kopf gucken. Es ist so schade, dass Tiere nicht sprechen können. Das wäre so geil. Ne, wobei. Ich glaube, dann kommen sie gar nicht mehr zu Wort. So. Ich denke mal, dass ich diesen Entwurf. Und warte mal, wir machen hier. Machen wir eine andere. Das ist ja die Mitte quasi. Da machen wir irgendwie was Fancyes. Was man sowieso nicht erkennen weil bei der kleinen Größe, aber ich will es wenigstens trotzdem versuchen. Haben wir hier so eine schöne Spitze dran. Ich meine, wer 10 Jahre irgendwo ne, subbt, der muss dann auch ordentlich dafür belohnt werden. Hm.
Die größeren besser. Die kleineren können ja nicht so gut sprechen lernen. Kurkele, Hallöchen. Weil die ja von der Anatomie schon gar nicht so gebaut sind, dass sie das gut können. Aber ich bin schon froh, meine können ihre Namen sagen und so Fantasieworte wie Ichikyu, Ichiki oder Miau. Nee, nicht Miau. Quack. Miau wollte ich den gerade beibringen. Auch einige, Joe. So langsam kommen wir dahin. Glaub mal, guck mal, ich bin auch schon 4 Jahre unterwegs und ich bin sehr, sehr spät zu Twitch gekommen. Sehr, sehr spät. Die Schraube bis auf eine Schraube abgeschraubt. Geil. Ein Gelbhauben-Kakadu. Genau. Ach, wie schön. Korkla. Ja, bei uns ist alles gut. Schönste Tag der Woche. Ich habe geschafft, was ich schaffen wollte. Und ich hoffe, dass ich am Wochenende ein bisschen Ragnarök weiterspielen kann. Und Hallöchen, liebe Mone. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche. Und ja, auch einen schönen Start ins Wochenende. Aber ich versuche hier mal doch ein... Ich bin echt mal gespannt, was das wird, mit euch ein Cozy Game zu spielen. Oh Mann, ey. Das kann was werden. Also schon Widerspruch in sich. Ja, wir können ja mal schauen. Ich meine, als ich damals Deponia mit euch gespielt habe, war das ja auch machbar und gut und schön. Ich bin halt mir noch nicht so ganz sicher, wann ich diese Spielstreams machen soll. Also von der Uhrzeit her. Ich habe irgendwie so den Eindruck, da wäre vielleicht ein Abendprogramm ein bisschen besser. Oder ist euch das wurscht? Hättet ihr auch keine Probleme damit, nachmittags Spiele zu spielen mit mir oder mittags? Dann machen wir das. Ein 20-Stunden-Stream. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das will ich nicht durchhalten. Wenn du entsprechend irgendwie Pause dazwischen hast, dann ja. Aber ey, der Rücken allein schon. Ihr Lieben, ich habe die 30 schon längst überschritten. Und irgendwann ist das nicht mehr ganz so einfach. Wäre ich jetzt noch so 17 oder 22, dann... Hier, sofort. Oh mein Gott, Luke, der ist ja geil. Ist das deiner? Wie heißt denn dein Papagei eigentlich, dein Kakadu? Die passen ja mal hervorragend zusammen. Dieser Gesichtsausdruck. Oh, schön. Hübsch. Dankeschön, Luke. Das ist sehr lieb. Aber das ist die Truth. Aber da sieht man auch, das ist einfach nur eine Zahl. Aber beim körperlich merkt man es schon echt. Also ich konnte damals so, so viele endlose Stunden am PC in den krassesten Haltungen und Posen zeichnen.
wirklich von abends um 5 bis am nächsten Morgen um 8 Uhr morgens ohne Probleme. Heute bist du schon nach 2 Stunden so, oh, mein Steißbein, mein Kreuz. Wastel, das ist ja ein spannender Name. Darf ich fragen, wie du auf diesen Namen gekommen bist? Hat er eine Bedeutung? Wastel ist ja schon ein recht ungewöhnlicher Name, finde ich. Aber niedlich, Wastel. Ach, wie schön. Oh, und also noch mehr. Jetzt kann man erstaunlich richtig gut erkennen, finde ich. Sehr, sehr gut sogar. Oh, das Vorvorletzte ist ja niedlich. Das Letzte ist auch gut. Könnte Rage sein. Oder Hype. Was ist ganz normal für Sebastian? Ach, wirklich? Oh Gott, das wusste ich nicht. Bayerisch. Ja, gucke mal. Bei Bayerisch bin ich... das ist nicht so mein Metier. Wastel ist also Sebastian. Okay, wieder was gelernt. Wastel. Wastel und Sebastian. Krass. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Dass es von Sebastian so eine Kurzform gibt. Mäuschen, komm mal hier. Guck mal. Setz dich mal auf den Horst. Oder lässt sich der Benjo wieder nicht? Benjo macht sich wieder so breit, gell? Ich hab sie nicht so gerne auf dem Tablet sitzen, weil da die Lüftung ist. Einmal sollen sie die Lüftung nicht die ganze Zeit ins Gesicht bekommen. Und zum anderen putzen die sich. Und die sind gerade in der Mauser. Und dann geht dann natürlich der ganze Dreck dann sofort in die Lüftung rein. Das ist auch nicht so gut fürs Tablet, ne? Hab ja auch nicht mal eben 2000 Euro für ein neues Tablet, wenn das kaputt geht. Ich war am Mittwoch bei Saarbrücken bei einem Kunden. Was für eine Sprache sprechen die dort bitte? Im Saarland? Ah, es kommt schon drauf an, ne? In welcher Region man vorgestoßen ist. Also ich hatte ja enorme Probleme in der Oberpfalz. Ich hatte einen Brieffreund damals in der Oberpfalz, den habe ich besucht in den Winterferien. Und sein Vater hat morgens am Frühstückstisch ganz viele Sachen zu mir erzählt, mir gesagt und erzählt. Ich habe immer nur da gesessen. Okay. Ja. Ich habe null verstanden. Gar nichts. Seine Mama habe ich noch ganz gut verstanden, so dass es irgendwie Semiknödel gibt abends, aber nee, da nee, geht gar nicht. Komm, ich krieg das nicht. Das Norddeutsch ja, ne? Hamburger Raum und noch nördlicher, Ostfriesland, das geht. Aber je weiter Süden man kommt, verstehe ich gar nichts mehr. Natürlich, Benjo. Sit down, please. Aber nicht, dass du mich als Toilette missbrauchst, ne? Kleinen Löwen könnte man gleich irgendwie so eine Geschichte erzählen, finde ich. So als Kinderbuchfigur. Findet ihr nicht auch? Oder irre ich mich da? Würde sich voll gut anbieten. Bin ich mal gespannt, ob der als Subbatch funktioniert. Aber müsste eigentlich. Ich habe ja auch meine Gummihuhnköpfe. Sächsisch geht er noch. Die benutzen die Hochdeutschwörter. Wörter aber sprechen diese nur seltsam aus. Was heißt hier seltsam, Nico? Die sind halt sparsam mit dem, was sie sagen wollen, mit dem Atem. Ja, der ist nämlich sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel werden dann hier wie beim Schwimmen. Da wird dann nur schwimmen. Ich gehe schwimmen. Würden wir in Hochdeutsch sagen und in Sachsen sagen, ich gehe schwimmen. Und was auch noch ein Phänomen ist, dass dann hier aus T ein D wird oder aus dem P ein B. Das ist auch so sehr spezifisch.
Ich habe so dein Lösen nach das Zeichen. Naja, es hat irgendwie schon geklappt. Oh, schön. Kannst du gerne mal zeigen, Sunny. Die haben mich ja angequatscht und ich stehe und denke, ich wäre irgendwo in Frankreich gelandet. Ja, so schlimm. Also das habe ich nicht erlebt. Aber gut, ich habe jetzt nicht mit so viel Saarbrückener Einwohner gesprochen damals. Ich habe damals meine Freundin, die wohnte in Saarbrücken, die habe ich besucht. Die hat ja nicht, die hat ganz normal gesprochen, ne? So hessisch, ne? So normal hessisch. Wie spät haben wir denn das? Oh, es ist schon wieder 3:30. Wir machen gleich, ich würde sagen, kurz vor 4 um 4 machen wir dann die Auflösung der Art-Challenge-Hausaufgabe. Damit das nicht zu spät wird. Die muss ich ja auch noch schaffen. Und dann gibt es ja schon die nächste Aufgabe. Am schwersten tue ich mich wirklich mit Bayerisch. Das ist... I don't know why. Es ist einfach zum Mäusemelken. Gottin sagt Hallo. Hallo. Was, liebe Frau Julelu, haben Sie eigentlich gegen Hessisch einzuwenden? Hallo? Was babbelst du für einen Scheiß? Hallo? Klick. Also ich habe niemals gesagt, dass ich was gegen Hessisch habe. Gegen Bayerisch komme ich nicht klar, aber ich hege keinen Groll gegen auch nur irgendeinen Akzent da draußen. Jeder ist für seine Art cool. Ich mag Hessisch, das ist lustig. Das Schwabenländisch finde ich auch gut. Schwäbisch finde ich auch gut. Bayerisch ist auch kein Deutsch. Das habe ich zum Glück nicht gesagt. Nein, nein. Ich babbele ja selber mal so gerne. Ne? Ja, wie hießen die Jungs, die zwei? Oh, ich vergesse die immer, die zwei Comedians. Nee. Badesalz, genau, Gottman. Badesalz, danke. Ja, und Elchenassen. Genau, Badesalz. Bayerisch ist wirklich ursprünglich eine eigene Sprache gewesen und hatte nur wenig mit Deutsch gemein. Das hört man doch heute noch raus, will ich mal behaupten. Wirklich. Oh, ein Hundegebell, was? Da können meine Außen... Geländer schon nicht mehr mithalten. Also ich komme auch gar nicht mit der Geschwindigkeit hinterher. Französisch ist ja schon schlimm, da mitzukommen, ja. Aber Bayerisch? Wenn du so richtig ein Urbayer heißt, geht gar nicht mehr. Und dafür habe ich auch nicht genug Theaterstadel geguckt, damals. Ich glaube, ich muss den Mund noch ein bisschen drehen, dann passt es. So ja auch anständig aussehen. Skoll! Hallöchen, lieber Snivels. Schön, dass du da bist. Bulli-Parade. Oh ja, Bulli-Parade ist großartig. Bulli und die Tapete, das war mal lustig. Oder die Interviews. Ach, schön. Ich vermisse die Bulli-Parade. Das war wirklich immer so ein schönes Highlight in der Woche. Wie Akte X, ja? Mystery Monday, Akte X, Galileo Galilei. Ey, Benjo! Sag mal! Bist du lieb zu Sui? Der hatte gerade böse, fiese Sachen vor mit Sui. Die es hier erst recht nicht im Livestream gibt, mein Freund. Goddammit. So, ich hoffe, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Fernsehen will sich nicht ändern, ja. Sagt,
Was dann, mein Bub? Baba, ich hab da mal eine Frach. Baba, ey, was hast du denn für eine Frach? Schön. Ja, genau. Quatsch Comedy Club, ja. Mit Thomas. Thomas. Ach, wie ist denn der weiter? Mein Gehirn, ey. Ja, oder Wochenshow. Er hatte Samstagnacht. Damit fing ja alles so an. 7 Tage, 7 Köpfe. Thomas Hermanns, Dankeschön. Himbeergott. Ich hab die Hälfte schon wieder vergessen von diesem Mann. Filmquiz ja, Funks. Hallo erstmal. Ja, hallo erstmal. Schön, dass du da bist. Auch dir einen schönen Start des Wochenendes. Ich hoffe, du musst am Wochenende nicht arbeiten. Papa, kannst du schön entspannen. Das ist der Baba vom Rotstuart. Was? Der Baba. Der Baba. Der Baba. Baba. Das sagen wir im Osten auch, Baba. Oder zur Oma, der Oma, ne? Das Rotgäble und der Besewolf. Frau mit Herz, dankeschön fürs Lurken. Minne kam ihm heim. Oh, Kaffee und Kuchen. Oh, lass es euch schmecken. Das klingt ganz fantastisch. Wenn ich gleich mit dem Stream fertig bin, werde ich mir auch noch ein paar Plätzchen hinter eine Biege kippen. Der Oma. Genau, mit noch H noch dran. Dann ist es richtig. Ne? 5 Ö, H und ein M und ein A, genau. Bis fürs Gymnasium zugelassen. Besonders ein Kunde in Waldkirchen. In Waldkirchen? Okay, das klingt sehr weit weg. weg von viel Zivilisation. Freitag! Mensch, wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr hatten? Yes, you know. Der schönste Tag der Woche wird eingeleitet mit euch. Zeigweise sprechen die rund 10 Kilometer von hier entfernt, genauso wie Badesalz. 10 Kilometer nur bei... Du hast nur mal am Wochenende durch die... ja gut, es ist ja auch die Kirmeszeit, sage ich schon, die Faschingszeit. Da drehen sie alle völlig ab. Es wird ja auch immer schlimmer in Köln, ne? Mit allem dort. Ich habe mir das einmal angeguckt. Das reicht mir auch für ein paar Jahrzehnte für ein Leben. Ach, für ein Leben reicht das. Baba ist in Grenznähe zu Österreich. Eine süße Version von Tschüss. Ach, auf Wiedersehen. Tschüss, Baba. 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 Stimmt, bye bye. Könnte man, ne? Bye bye. Wenn du deinem Vater auf Wiedersehen sagst, dann sagst du dann Baba Baba. Und so entstanden die Baba Papas. Baba Mama, Barbarella, Barbarux, Barbarix, Barbar. Oh Mann, ne. Du fühlst dich heimisch. Oh, das freut mich zu hören. Das hat mit Fasching nichts zu tun. Das ist ja ein Rotgau. So. Ach so, okay. Dauner Herrlichen. Schön, dass du da bist. Moin, moin. So, wollen wir jetzt noch ein bisschen was skribbeln oder? Ich habe jetzt gar keinen Platz mehr hier, ne? Warte mal, wir machen die Bildchen hier mal nach unten links. Dann machen wir ja halt hier so ein bisschen. Luca Ensworth sagt, lass mal den Boot bayerisch singen. A jeder was, das Asgeld nicht auf der Wiesen wachst. Und essen kann Maas nicht. Aber Brenner det's gut. Aber hier 10 Dom an Wutzen ein. Und der Roabe an und den Kokobutz. Wann mal lang so weiter wutzen. Brennt der Hirn. Ja, hat er ganz gut hingekriegt, würde ich mal so sagen. Was? Bierbärte. Okay. Anita, Hallöchen. Oh, bei dir muss ich jetzt auch an ein Lied denken. Das darf ich jetzt nicht singen. Nein. Zusammennehmen. Schön, dass du da bist. Oh, das ist so schlimm. Mein Gehirn macht gerade, was es will. Der Bot kann leider nur Deutsch. Aber man kann, glaube ich, auch... Nein, nicht Bots mit Akzent, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen niederländischen Bot nimmt oder einen indonesischen, dann hört man da schon. Da hörst du kein Deutsch mehr raus. Das ist wirklich krass. Schade, dass sie bei Französisch nicht da so ähnliche Sachen haben, dass dann nicht so. Lass mal den Bot bayerisch singen. Ach, ich der was, dass das Geld nicht auf der Wiesen wächst. Mein Gott. Also, wenn man dann zwei Akzente mischt, dann wird es ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Das wäre geil, wenn irgendwann mal die Bots so intelligent wären. Ich glaube, das kommt auch bald.
wenn die ja jetzt schon Bilder und Geschichten schreiben können und Bilder malen können, wenn die das bestimmt auch bald können, dass die dann die Akzente, dass du die Akzente miteinander mischen kannst. Oh, das wäre cool. Godwin sagt, ich fand sie irgendwo. Nein! Allein in Mexiko. Anita, schwarz war ihr Haar. Die Augen waren zwei Sterne von Tag. Oh nein, nicht den Ketchup-Song, Leute. Jetzt hört auf damit. Bitte. Nein, 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 nein. Das ist ein ganz, ganz gefährlich. Gefährliche Büchse der Pandora, die ihr jetzt hier gerade öffnet, ja? Nicht gut. Nein! Cedric sagt, nach dem Stutzen des Rhabarbe-Barbarabababarenbats geht der Rhabarbe-Barbarabababarenbat Barbiermeister mit den Rhabarbe-Barbarabababaren in die Rhabarbe-Barbarabababarenbat Barbiergebar zur Rhabarbe-Barbarabababarenbat Barbiergebar, um sie mit zur Rhabarbe-Barbarabat zu nehmen, um mit etwas Rhabarbe-Barbarabababarenbat Barbiergebar von Rhabarbe-Barbaras herrlichem Rhabarbe-Kuchen zu essen. Ganz genau so ist es, Show. Ganz genau so ist es. Godwin sagt, Aram Sam Sam, Guli 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 Ram Sam Sam, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Guli 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 Ram Sam Sam, Arafiku, Arafiku, Guli 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 Ram Sam Sam, Arafiku, Arafiku, Guli 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 Ram Sam Sam. Sui hat einen Lieblingssong. Ja, finde ich auch. Anita ist auch ein schöner Ruhe Name. Hier. Genau, so ist es. Jetzt verscheucht mal meine liebe Anita hier nicht, ja? Was ist denn los hier heute? Das weiß ich doch nicht. Godwin sagt, na, es ist Christmas in der Weihnachtsbäckerei. Seid doch irre, ey. Ich ruf mal kurz in der Anstalt an, ja? Deutschlandweit. Die vermissen da, glaube ich, ein paar Personen. Die sich gerade auch vor der Arbeit drücken. Und Dankeschön, Anita. Vielen, vielen Dank. Ja, die Vögel sind auch schon ganz... Hier ist was los. Ich sag's dir, Mensch. Jetzt habt ihr die Vögel ganz aufgebracht. Sui, komm mal hier, mein Maus. Oh, mir meine Füße. Ich kann es gerade die Füße. Du willst bei deiner Papageienmama sitzen, gell? Darfst du auch. Warte mal, ich mach die mal hier in die Ecke ein bisschen kleiner. Also ich mache jetzt nicht in die Ecke, sondern ich mache die Bilderchen hier in die Ecke. Gut, dass du gerade gekackt hast, mein Freundchen. Gut, dass du gerade. Die machen wir mal weg. Was wollen wir denn jetzt zeichnen? Du bist meine Sonnenblumen. Ich habe so das Gefühl, dass ich heute nicht viel schaffe. Agent Tassentiefe sagt, der Plumpsack geht rum, der Chat, der ist dumm, Kappa. Dreht euch nicht um, der Plumpsack geht rum. Weiter weiß ich nicht. Treiber und Kirche, wie wichtig das ist. Dackel. Gewinde. Nein! Nein! Der will schon wieder Gott, der will schon wieder ein Lemming haben. Ein Bodybuilder-Lemming. Wir machen ja hier Anna und Tommy. Oh, mein Tee. Scheiß die Wand an. Der ist jetzt ganz durchgezogen. Schön Beruhigungstee. Der würde euch auch mal gut tun.
den schon. So, jetzt versuch mal erstmal wieder runterzukommen, ja? Morgi Fox sagt, ich bin ein Himbeer. Ich komme aus dem Wald. Ich suche mir eine Schule und finde sie gar bald. All wir tanzen lustig fein von einem auf das andere Bein. Oh. Thanks God it's Friday. Man merkt es. Gottmin sagt, das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz, ja. Und wir raten, es ist 8 Uhr. Wir sitzen da, die Stimmung ist vermoost, denn gleich geht in der Glotze das Raten wieder los. Wir braten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Es ist noch Soße da. Ja, Anita, meistens, vor allen Dingen freitags. Mittwochs ist hier total Stille. Da geht's dann eher so ab, dass ich dann wirklich, ich unterhalte mich schon mit mir selber. Aber freitags. Morgi Fox sagt, Mila kann lachen, wie die Sonne über dem Fushiyama. Mila kann machen, was sie will und was noch keine tat. Mila kann fliegen, wie die Schwalben über Fushiyama. Mila kann siegen, wie ein Bundesliga. Maxi, Hallöchen. Ja, das könnt ihr auch in Dauerschleife hören, ne? So 24-7. Oh Mann. Oh. Ja, komm, nochmal, weil ihr es seid. Ja, ihr wollt es doch. Ihr wollt alle ein geiles Wochenende haben. Mit geilem Tee, fetten Keksen und wunderschön verrückten Papageien hier. Ja! Macht die Heizwirbel so ein richtig schön gummimäßig nach links und nach rechts. Ihr wisst, wie man Party macht. Ich bin voll rot im Kopf. Schon. So, jetzt reicht's. Jetzt ist hier noch. Stretchen erst wieder in 2419 Sekunden, mein Guter. Guckt mal, wie schön der Chat hier abgegangen ist. Ach, es ist toll. Kunst-Unterstrich sagt, wer ist wieder da? Inspector Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er, Inspector Gadget. Das ist doch ganz klar. Inspector Gadget hat eine heiße Spur. Huha weiß auch, wer es war. Inspector Gadgets. Das ist doch ganz sonnenklar. Oh, schön. Ja, diese ganzen wundervollen Sendungen von damals. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt malen soll. Ja, Copy-Paste hier. Düdelüde, hurra! Jeden Tag ist ein anderes Spiel zu Ende. Und bevor man nach Haus geht, reicht man sich einander die Hände und hat was gelernt. Und die Kekas, die schaffen es da! Okay, impossible. Oh, das war auch cool. Die Freckels fehlen noch. Wie gesagt, DDR, zu jung gewesen. Ich kenne die leider nur von Bildern. Muss ich gestehen. Ja, das Einzige, was ich hatte, war Sesamstraße. Also Tiffy, Samson,
Fienchen, Kermit. Also Kermit von Muppets meine ich. Und Hallo Spencer. Zeus sagt, oh, yeah, yeah, I'm your basic average girl and I'm here to save the world. You can't stop me cause I'm Kim Possible. There is nothing I can't do when the check holds. Just know that I am on my way. Know that I am on my way. It doesn't matter where or when there's trouble if you just call my name Kim Possible. Oh, ist ja vorbei. Hallo Spencer, ne, wer hat gerufen? Ja, hier Gott Spencer. Sagt, ja? Und jetzt hat Julia auch uns, die blöde Fels. Apropos, das erinnert mich an die Gespenster von Flutterfels. Kennt ihr die auch noch? Oh mein Gott, das war auch so eine Kinderserie, wie Der kleine Vampir. Das war eine schöne Kinderserie, Der kleine Vampir, wovon Flutterfels. Ach, schön, da kommen Erinnerungen hoch. Kunst-E-Unterstrich sagt Sandmann, nein! Lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Abendgruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss. Du hast gewiss noch Zeit. Sandmann, lieber Sandmann, hab nur nicht solche Eilen. Im Abendgruß vom Fernseh, vom Flausch, jeden Abend alt und jung, sei unser Gast dabei. Kinder, liebe Kinder, es hat mir Spaß gemacht. Nun schnell ins Bett und schlaft recht schön, wenn wir noch nicht zur Ruhe gehen. Ich wünsche euch gute Nacht. Aviarium sagt, vor 1000 Jahren regierten Aberglaube und Schwerte. Die Welt, die Zeiten waren finster und voller Schrecken. Ich zeichne jetzt einfach mal nebenbei. Es war das EZ-Alter der Gargoyles. Am Tage aus Stein, die Ritter der Nacht, wurden wir verraten von den Menschen, die wir beschützen wollten. Ein Zauber ließ uns versteinern. Für 1000 Jahre, doch heute hier in Manhattan, ist der Zauber gebrochen und wir sind zu neuem Leben. Erwacht, wir sind die Ritter der Nacht, wir sind die Gargoyles. Genau, pass mal auf, wir machen jetzt mal ein Spiel daraus. Ich zeichne was und ihr müsst erraten, welche... Gottman sagt, kleines Püppchen, freches Püppchen. Nein, jetzt reicht's. Leute, ich werde es gleich aus. Gesehen? Ich werde es erstmal ausstellen. Du wolltest das doch ist zu zur viel. Schule gehen. Was ist geschehen? Ja. Kleines Püppchen, freches Der Püppchen. Der verdient wirklich einen Cooldown. Die Welt ist groß und du bist klein. Du kannst Stop noch it. Nicht alleine sein. Ah! Sieh das doch ein. Pinocchio. So, das reicht jetzt. Das Ruhe muss ich ausstellen. Hier. Das ist sonst zu viel. Genau. Ich brauche einen Cooldown. Sonst machst du den rein. Dann dürft ihr das nur einmal jede Stunde machen. Pinocchio ist schön, aber das reicht jetzt. Pass mal auf. Ich werde jetzt eine Figur zeichnen. Und ihr müsst erraten, welche Figur das ist. Ja? Okay. Also hier rechts in das Bild werde ich das malen. Ne? Dim, 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 dim. Nein. Ich fresse dir. Das ist cool, das können wir mal öfter machen. Nein. Bis jetzt war es noch nicht dabei. Ich hoffe, ich krieg den so hin hier, wie der im Original aussah. Gar nicht so leicht. Nein, nein. Ja, Kunsti! Sehr gut! Warte, ich mach wenigstens noch den Kopf noch zu Ende. Wow, Kunsti! Du bist gut. Also, da hätten wir jetzt hier noch den Ohr gehabt. Blinky Bill. Auch eine sehr, sehr nervige Kindersendung. So, ich mache ihn mal ganz schnell so grob zu Ende, damit auch die, die noch nicht erraten haben, ihn eventuell erkennen mögen. So, dann hat er hier so Strubelhaare und ja, so Koala-Ohren halt, ne? So. Oh, das Ohr muss ein bisschen höher. Und eine Latzhose. Latzhose war ja auch immer so sein
sein Ding, ne? So. Und vor allem die Latzhose hatte nur einen. Warte, ich muss mal schneller zeichnen. Hey, ja. Das ist sowieso eine gute Übung. So. Hallo, ich bin Plinky Bill. Und ich mache komische Sachen im Fernsehen. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ja, Hallöchen. So, Plinky Bill, sehr schön. Punkt geht an Kunsti, sehr cool. Genau, ein Träger hatte der nur. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Die Serie war ich nicht gekommen. Blaukraut, Hallöchen. Das wollte ich auch gerade schreiben. Okay, ich mach das nächste, ja? Ich mal das nächste. Moment, ich muss das mal gucken. Ich hoffe, ihr kennt den. Ich hoffe, ihr kennt den. Habe ich auch sehr viel als Kind gesehen. Es lief halt immer so im Nachmittagsprogramm. Also Blinky Bill kann weg. Oh, warte mal, ich mach mal kurz. Ausschneiden. Okay. Das nächste Bild startet. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu machen. Der sieht aber dann lustiger aus, gell? Also. Aristokids. Eindeutig Aristokids. Ja, ey, gucke mal. Ria, Hallöchen. Hallöchen, meine Gute. Einen schönen Start ins Wochenende wünsche ich dir noch. Baba, der Elefant! Ja, da blinks war's, oder? Raphael! Wow! Ich seid so gut! Ich dachte, den kennt man nicht so schnell auf Anhieb. Aber gut, Elefant, ne? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Krassomatico. Ich bin auf den Elefanten. Genau, Baba, der Elefant. Baba, der Elefant! Baba wird er genannt. Alle lieben Baba! Oh, danke schön, Ria. Oh, hast du wirklich welche gebacken? Was sind für welche? Oh, frisch gebackene Plätzchen. Oh, den Baba-Blümchen. So einer wie der Baba. So einer war noch nie da. Oh, schön. Das ist so cool, dass ihr das kennt. Oh, auf Twitter, da gucke ich da mal. Da gucke ich da mal. Oder warte, ich gucke jetzt. Ich bin schon neugierig. Ich will wissen, was du für Plätzchen gebacken hast. Ich habe meine Vikana-Plätzchen noch da. Aber die sind nicht frisch gebacken. Oh, die würde ich gerne mal frisch gebacken essen. Okay, warte mal, Ria, wo bist du denn? Oh, oh, oh! Okay, Ria, wie lange muss ich zu dir fahren? Warte mal, ich muss mal kurz rechnen. Oh mein Gott. Und wie die Schokolade noch so richtig... Oh. Die sehen super lecker aus, Ria. Geil. Willst du die jetzt alle alleine essen? Mh, da fällt mir nur ein, ja. Mh, schmatzi, schmatzi, gutti, feini. Mh, so lecker. Ich hol Cookies auch ab. Also wenn die Cookies so aussehen, wenn die auch so schmecken, wie sie aussehen. Mein Mann wird sehr... Oh, das glaube ich. Irgendwann... Ja, bitte, 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 bitte. Dafür fahre ich auch in den Süden von Deutschland. Keksmabwallöchen. Oh, super lecker aus. Ich komme auch. Ria, es wird, du benötigst viel Platz. Und noch mehr Kekse und Plätzchen, fürchte ich. Also das sind so Schokoladenplätzchen, ne? Oh, die sehen super geil aus. Oh Gott, ich darf das nicht angucken. Das, oh. Geil. Sehen super, super geil aus. Das tut mir gerade nicht gut, ey. Oh. Oh. Okay, ich muss mal überlegen. Vielleicht fällt mir noch eine Figur ein. Nee. Ich brauche was Schweres. Ihr seid mir viel zu gut.
Ihr seid mir viel zu gut. Okay. Die schmecken frisch am besten. Ja, das glaube ich dir. Die sehen auch ganz fein aus, ja, filigran. Da geht der Handy kaputt, ne? Nee, das darf nicht sein. So, die dürfen nicht kaputt gehen. Warte mal, ich mach mal Ratspiel hier. Ratspiel. Ich brauche noch eine Figur, die ihr nicht so leicht erraten. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Es kann ja, es reicht ja eine Figur. Ne? Es muss ja nicht die Serie sein. Ah, das erratet ihr auch ganz schnell. Ihr seid einfach viel zu krass. Okay, ich leg los. Oder ich müsste mal mit der anderen Hand zeichnen. Also meine eigentlich nicht Zeichenhand, damit ihr es nicht so einfach habt. So ein bisschen tiefer. Was wieder? Kann das sein? Ich glaube, Kunsti. Das sollte Oscar aus der Tonne sein. Warte mal, ich mache noch mal so ein bisschen grob zu Ende. Ich sehe schon, ihr macht mir das echt nicht leicht. Ich muss mir gleich noch irgendwie so ein Handicap überlegen. Hier wäre dann halt ein Handicap, damit das hier ein bisschen schwerer für euch wird. Ja, der guckt ihr dann immer so raus. Seine Tonne. Sehr, sehr schön. Genau. Er guckt ein bisschen, als wäre er betrunken, aber... Mal mit der Nasenspitze. Hä? Ich habe schon mal einen Punkt gemalt. Wie ich den Strich mache, weiß ich noch nicht. Das ist nicht die Nasenspitze. Wie soll ich das denn festmachen? Sekundenkleber. Ich bin ein Artstreamer-Aktivist und werde Sekundenkleber. Mit dem Sekundenkleber werde ich mir den Stift an die Nase machen. Und ich werde protestieren gegen... Vorlese-Bots. So. Gaffer-Tape auf der Nase. Ich kann sagen, mit dem Stift Mundzeichen geht digital auch gut nicht. Nicht gut. Mit dem Mund. Ja. Da bleiben Striche aus. Ne? Ich will es ja auch nicht zerkratzen, ey. Mein schönes Tablet. Ich brauche ein Handicap. Ich nehme mal meine linke Hand jetzt beim nächsten Bild. Ich nehme meine linke Hand. Also jetzt geht es dir sowieso nicht um Schönzeichen, sondern um Erraten. Und ihr seid so gut. Eine Übungssache. Okay, Sekunde. Gebt die Zeit zusammen. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Runde. Ich werde mal kurz meinen Tee weiter schlürfen. Luke, das wäre geil. Das wäre... Oh, gleichzeitig. Haben sich gerade gleichzeitig... Oh, wie herrlich. Den linken Flügel gestreckt. Zur selben Zeit. Synchron strecken. Fordert mein Fotorik, wollte ich. Das machen wir. Oder mit einem Ellenbogen. Aber ich glaube, da zerkratze ich auch. Also, warte mal. So, ne? Das machen wir mal lieber, wenn wir traditionell zeichnen. Da habe ich dann nicht so Sorge, dass irgendwas zerkratzt. Links hatten wir ja auch schon mal, ne? War ja sogar mal eine Aufgabe. So, ich überlege mir erstmal eine neue Figur. Wartet. Okay. Es ist eine Figur... einer Serie. Oh Gott. Also, ich zeichne jetzt mit links. Ihr wisst, wer mich kennt, weiß, dass ich Rechtshänder bin. Ich werde jetzt
arge Probleme haben. Oh, warte mal, da muss ich doch den Handschuh links tragen. Oh mein Gott. Ria, du bist auch Rechtshänder. Ich dachte, du wärst Linkshänderin. Okay, oh mein Gott, schon das Halten ist ja total die Katastrophe. Ich muss das Tablet ein bisschen nach links machen. Okay, oh fuck. Ihr werdet es jetzt nicht so leicht haben, das verspreche ich euch. Pass auf, geht los. Ich werde die Zunge rausnehmen, weil... Wobei es geht. So, wir haben schon mal die Nase. Was sind denn das für Kreppelaugen? Also die Kreppelaugen, die dürfen eigentlich nicht so aussehen. Warte mal, die Nase. Nein, das ist kein Auto. Oh Leute, so schlecht sieht's auch nicht aus. Dass man jetzt denkt, das ist ein Auto. Was fassen ihr für Autos? Ihr habt eine komische Vorstellung von der Welt. Nein, es ist nicht Dragon Balls, aber gut ist das. Ich glaube... Ist ja auch mal gut. Boah, Benjo, ey. Meine Ohren bluten. Dankeschön. Es tut mir vielleicht mal leid. Ich, es ist halt... Ja! Aged Essen! Oh mein Gott, wie gut! Bam Bam ist richtig. Warte, ich mache noch ein bisschen zu Ende. Oh Gott, das ist wirklich schwer. Also mit links ist echt... Hätte jetzt dann noch die Keule gemacht. So, und dann hier das... Cappy. Sehr, sehr gut. Ja. Bam, bam. So, eins mache ich noch. Ich bin ja auch VIP. Wie er immer mal sagt, Lemming Emote zeichne ich mit links, dann werde ich mich weigern. Mach ich. Aber Gott, das mache ich doch mit links. Mal einen Aspekt an Erinnerung zur Zeichnung bringen. Ich wusste nicht mehr, wie die aussehen. Außer ich würde nachschauen. Ah, ich habe hier definitiv eine Vorlage. Ich zeichne die gerade nicht auf dem Kopf. Downer, und das könnte ich gar nicht. Also das kann man auch gerne mal machen. So alte Cartoon-Figuren aus dem Kopf zeichnen. Oh, das ist so katastrophal. Oh, das wäre eine schöne Challenge mal. Da könnt ihr auch gerne mitmachen. Ich habe zwei Emotes in der Warteschlange, oder? Schreibt mir gerne nochmal, welche zwei Motive das waren, Gottman. Am besten heute noch, bitte, bitte. Weil dann kann ich das gleich mit auf die Liste packen. Weil du bist ja auch nämlich bald dran. Das kam jetzt so rüber. Nee, um Gottes Willen. So, lass mich mal überlegen, was können wir noch nehmen? Das ist auch zu einfach, aber ich probiere es mal. Kleinen Prinzen. Dieses 3D-Remake? Eventuell? Okay, ich habe einen. Das werdet ihr nicht so leicht erraten. Never. Während das Brot. Ja, wobei, der ist auch sehr ikonisch, ne? Ach, egal. Ich probier's mal. Habe ich auch sehr gerne geguckt. Als Jugendliche, als Kind. Vor allem an die kleinen Details könnte ich mich gar nicht aus dem Kopf erinnern. Das bleibt halt gar nicht hängen. Leider, leider. So, wir fangen mal hier damit an. Auto. Wir schreiben immer Auto, Mamio. Aber so eine gewisse Ähnlichkeit mit Chucky ist schon mal... Das ist, weil das mit links war. Mit links kriegt alles Ähnlichkeit mit Chucky. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen... Oder ohne abzusetzen. Ohne abzusetzen. Das ist auch eine geile Challenge. Die habe ich jetzt schon gebrochen.
Oh Gott, ey, das sieht aus, als wäre ich betrunken. Nein, es ist nicht der Liederlaune. Wer ist es nicht, David der Klabauter? Oh Gott. Oh Gott. So fühlen sich also Betrunkene, wenn sie ein Kinderbuch malen. So, so. Ich auch ich mal die Erfahrung gemacht. Nein. Haha. Das kriegt ihr nicht raus. Endlich habe ich euch. Ich habe euren Endgegner gefunden. Hat auch eine ganz krasse Melodie, die du nicht mehr aus dem Kopf kriegst. Ja, kommt jedenfalls nicht drauf. Oh, das ist aber schade. Ja! Mensch, super. Bambi Forest. Hallo Kurt, genau. Hallo Kurt, Gott sei Dank bist du da. Kein Freund, Familie, so lieb und so nah. Ich weiß mal wieder nicht weiter. Okay, wir machen noch eins, ohne abzusetzen. Ohne abzusetzen. Lass mich mal überlegen. Oh, das wird übel. Riecht das hin? Kriege ich das hin? Ja, oh, warum bist du, wo du sagst es? Ja, ich sag ja, es gab so viele krasse Serien damals, die kriegst du nicht mehr aus deinem Kopf. Genauso schlimm wie Werbejingles. Mindestens genauso schlimm. So, okay, das nächste Bild werde ich jetzt zeichnen, ohne den, die Hand. Mit links und ohne absetzen. Ja, komm. Die volle Dröhnung jetzt. Also, jetzt war's richtig übel. Ohne absetzen und ohne rechts zu benutzen. Ich glaube, es ist ein bisschen klein. Ach du Heilige, warte mal, jetzt gehe ich hier rum. Aber jetzt muss ich absetzen, sonst komme ich ja gar nicht mehr da rein. Oh mein Gott. Warte mal, die sind die... Ah, nein! Nee, das klappt nicht mit ohne absetzen. Ich mache doch mit links, weil dann haben wir hier überall Linien, wo keine Linien hinkommen. Und das ist ja Käse. Aber es ist wirklich... Diesmal ist es wirklich nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Aber dass ja ein Strich war, genau. Diesmal ist es wirklich... Das ist jetzt Hardcore-Stufe. Dann Schwierigkeit. Hardcore-Nerd-Stufe. Oh mein Gott. Das ist vielleicht ein bisschen tief. Das Auge. Ne, das hätte nicht geklappt. Mit ohne Absetzen. Weil so viele freistehende Sachen hier sind. Ein Schwein aus Tabaluga. Das Schwein aus Tabaluga, nein. Nein, nein, nein. Pokémon distanziert das nicht. Günther Kastenfrosch im Mauskostüm. Ferkel, nein. Nein, es ist nicht Ferkel. Ich mach mal weiter. Ja, Panda, das ist ja schön und gut, aber gab es eine Serie, die Panda hieß? Ich weiß nicht. Nein, Kung Fu Panda ist es auch nicht. Nein, das ist nicht Kung Fu Panda. Auch mit einem ganz krassen... Ohrwurm-Jingle. Intro meine ich, nicht Jingle. Tautau? Ja! Mensch, Raphael! Genau! Pandemonium, Pandemonium!
Kennt ihr das noch? Wartet mal, ich zeige euch mal. Nicht, dass ihr denkt, was hat sie sich jetzt ausgedacht? Das gibt's wirklich. Ich zeig. Oh Gott, ist das schlechte Qualität. Aber egal. So. Oh, das ist ein bisschen groß. So sah das aus. Ja, man hört nichts. Ach, warte mal. Ich weiß warum. So. Mondragor, Master of Evil, steals the magical pyramid of power. Whoever has the pyramid controls the universe. Mit dem bösen Mondragor. So ist es. Da drin. Oh, explosion. He and his sister fly there and meet three Brenda Bears who help them fight Mondragor. From the skies, Mondragor controls wind, fire, thunder and lightning. But on Earth, his powers disappear Geht's and auch? He can only control Angel. The minds of others. And they carry out his evil plans. The race to recover the pieces of the pyramid is on. Was, am Ende oder kommt das so. Ah, jetzt. Pandemonium. Oh, so schön 80s klingt das. Das ist so geil. Ach, das haben wir doch alle, Daunai. Das haben wir doch alle. Das ist auch gut. Das ist auch gut, weil wir hatten in unserer Kindheit und unserer Jugend noch diese ganzen schönen Serien. Und die sind ja wirklich wie die Pilze aus dem Waldboden geschossen damals. Schon wieder eine neue Anime-Serie und da noch eine neue und da neue Cartoon. Und selbst Cartoon Network mit Kauen Schicken und Johnny Bravo, ey, das war eine so geile Zeit. Oh, warte, ich guck mal. Ria hat mitgezeichnet. Ria hat mitgezeichnet und zwar. Oh, mit Links! Warte mal. Oh, es ist cool! Guckt mal, das hat die liebe Ria gezeichnet. Und das mit Links! Warte mal. Ja! Mit den Pupsis! Oh, Ria, danke schön. Wer Ria noch nicht kennt, unbedingt mal vorbeischauen. Eine ganz, ganz wundervolle Artgenossin. Bei ihr wird auch mal ordentlich ausgeadet, doch. Es ist so cool, es ist schön. Aber es ist krass mit Links, ne? Ich finde auch, man kann keine geraden Striche machen und man rutscht dann immer so. Dann sieht es immer aus wie so EKG oder als wärst du besoffen, betrunken. So, ihr Lieben. Wir werden das hier nächste Woche weiterführen mit unserem, ja, Cartoon-Zeichen-Quiz her. Wir werden jetzt erstmal einen kleinen Sprung machen zur Ort-Challenge-Hausaufgabe. Ja, keine Angst, wir sind hier nicht in der Schule, aber ich möchte meiner Gummihuniti und die vielleicht nicht Gummihuniti-Mitglieder sind oder ohne Glieder und einfach nur zuschauen möchten und sich kreativ austoben möchten, gerne ansprechen, regelmäßig Challenges zu bieten. Und unsere aktuelle Art-Challenge-Hausaufgabe war... Moment. Ich zeige sie hier nochmal. Aber warte mal, geh mal das andere Overlay. Und dann können wir mal hier rübergehen. Oh, da ist noch... Oh, warte mal. Warte, muss ich mich erstmal anmelden. Da bin ich schon noch gar nicht drin. So. Da sind wir wieder. Landkreis, danke schön. Vielen Dank. Genau, so. Wir haben hier die aktuelle Aufgabe und die da hieß es ganz einfach. Einfach ein Redraw. Das heißt, ihr nehmt ein Bild, wie hier von Nather 7, was ein bisschen älter ist, vielleicht Kindergartenalter, also wo ihr im Kindergarten wart oder viel, viel später natürlich auch, wo ihr 15, 16 wart oder wo ihr 50 wart oder 80. Und das sollte nochmal neu gezeichnet werden.
Also ein paar Jährchen später, damit wir so einen schönen Vergleich haben. Kennen viele von euch bestimmt, dieses Redraw-Prinzip. So, und dann gucken wir jetzt mal in unsere Ergebnisse rein. So, ich mache das mal hier drüben auf. Hier haben wir zum Beispiel von Jada Blinks, unser Raphael, ein Bild. Ich weiß nicht, wann genau es entstanden ist. Es ist auf jeden Fall früher entstanden. Er schreibt dazu, male ja so einige Bilder von früher neu. Mein Clown Artist of Crime, Socky Krüger, den ich hier postete, ist auch so ein Fall. Aber hier male hier mal eine Todesblume, die für die erste Challenge entstand, an der ich je teilnahm. Und wann war das, Raphael? Weißt du das noch? Damit wir so ein ungefähres Zeitfenster haben. Das sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Warte mal, Bud Spencer ist davor. Machen wir mal so. Heute habe ich dann Wochenende. Ja, hoch die Hände. Gut, Start da rein. Ich musste sogar den Handschuh ausziehen, weil ich mit den... Oh mein Gott, den hängen geblieben bin. Holy. 4 für 4. Okay, das ist schon eine Zeit. Ah, das ist echt cool. Sehr, sehr schön. Das ist schon geil, finde ich, ja? Also das ist 4, 5 Jahre alt. Und jetzt gucken wir uns die aktuelle Neufassung an. Warte mal, können wir die daneben irgendwie machen? Warte mal, ich versuche mal die... Ja, dass wir die mal so gegenüberstellen können. Das ist immer schön. So, da haben wir hier das. Und hier haben wir die... Oh ja, deutlich erwachsener, finde ich, so ein bisschen. So ein bisschen auch durch dieses dramatische schwarze... Durch die Beleuchtung, finde ich, ne? Warte mal. Bud Spencer ist immer noch davor. So, machen wir mal hier so ein bisschen höher. So, jetzt haben wir also beide schön. Also, die Beleuchtung finde ich sehr, sehr schon ins Realistisch ragende. Und das unterstreicht dann nochmal so dieses Gruselige, dieses Motiv an sich. Links, das sieht dann mehr so aus wie Cartoon, ne? Was ja nicht per se schlecht ist. Hier geht es ja nicht um schlecht und gut, sondern einfach nur um, wie man ein Bild mit, ja, mit einer gewissen Entwicklung neu interpretiert. Ah, das ist richtig cool, ja. Die Schatten fehlen halt bei den ersten krasse Weiterentwicklungen, auf jeden Fall. Da sieht man auch, dass du dich viel mehr gelernt hast zu trauen. Das ist schon ein enormer Fortschritt. Ja, definitiv. Und da kann man das halt so richtig schön erkennen bei solchen Redraws. Ja, von dem Batman-Comic. Finde ich auch. Nico, das ist das Thema, dass du halt ein altes Bild neu zeichnest. Quasi mit deinen neu erworbenen Skills und deiner Weiterentwicklung. Wow, wow, wow. Ja, finde ich auch. Das ist richtig, richtig gut geworden. Auch die Blume an sich, die Rose. Das ist eine fantastische Komposition auch. Sehr, sehr schön. Dankeschön, Raphael. Sehr cool geworden. So. Dann haben wir das nächste von Früchtchen. Links vom 14.06. und rechts vom 6.06. Oh, entschuldige. Links vom 14.06.2020, also vor 2 Jahren. Oh ja. Hier finde ich auch sehr, sehr schön, dass man... ist auch so ein Schritt, den man als Anfänger noch viel hat. Beziehungsweise eine Art und Weise, Gesichter darzustellen. Das wird meistens frontal gemacht. Ne? Und diese Dreiviertelansicht macht einen Charakter, wenn man einen Charakter zeichnet, ein Porträt, um einige spannender. Das bist du, Sunny. Oh, wundervoll. Also eine Dreiviertelansicht hast du schon mal gewählt, dann auch farbig gezeichnet. Das ist schon mal ein großer Sprung. Ist das dein eigener Charakter oder ist das eine Figur, die es gibt? Klar, Nico, auf jeden Fall. Wir wollen halt einfach nur eine Gegenüberstellung schaffen von alt und neu. Und ihr wisst ja, ihr müsst ja hier nicht nur zeichnen oder malen. Ihr könnt auch basteln, kleben. Nico ist ja unser Schiffbauer, Schiffsbastler. Ihr könnt Photoshoppen, was immer ihr möchtet. Es gibt so viele Arten und Weisen, sich kreativ auszutoben. Oh, sehr schön, Sunny.
Sehr, sehr cool. Ja, mehr Konturen. Richtig. Man sieht ja, dass du dich auch mehr mit Anatomie noch beschäftigt hast. Auf jeden Fall schon mal ein wichtiger und guter Schritt weiterzumachen. Sehr, sehr schön, Sunny. Und Dankeschön fürs Mitmachen. So, dann wollen wir mal das nächste Bild. Und das ist von Kunsttierchen. Warte, ich mach das ältere wieder nach links. Das ist ein Screenshot. Warte mal, ich mach das zu. Haben wir hier den Screenshot und daneben das aktuelle. Oh, ihr habt's aber mit Totenschädeln heute. Oder was heißt heute? So generell, ne? Das ist viel Thema. So. Ah, hier sehe ich den allergrößten Unterschied erstmal darin, dass du links traditionell gezeichnet hast. Ich vermute mal Aquarell vielleicht eventuell und rechts halt digital. Und das ist quasi so deine Entwicklung, ne? Dass du quasi vom Traditionellen dich ins Digitale reingetraut hast, ins digitale Metier. Oder sehe ich das falsch? Weil das alte ist ja von 2016. Oh, das ist auch schon eine Weile her. Und ich finde auch beim Schädel, ne? Der sieht schon... das rechte Bild finde ich... da ist der, wirkt der Schädel ein bisschen grafischer, ne? Mal eine Symmetrie drin, eine gewisse. Die Koloration beim linken finde ich aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Das ich mag ja halt diese traditionelle. Ne? Aber es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie schlechter, besser oder so, darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach nur um eine absolute Neuinterpretation eines Bildes und vielleicht auch neue Medien, die man nutzt. Und das sieht man sehr, sehr deutlich und gut hier. Genau, das könnte wirklich ein Tattoo sein. Stimmt. Ja, ist das vielleicht ein Tattoo-Motiv, Kunsti? Sehr, sehr cool. Das ist Harry Potter Todesser, genau, ja. Ja, Goodman. Das mache ich dann aber offline. Da muss ich sowieso ein bisschen den Popis hochkriegen. Sehr, sehr schön geworden. Dankeschön, Kunsttierchen. So, das letzte Bild zum Thema alt versus neu. Oh, warte mal, da muss ich das so drehen. Doch, sieht man. Sieht man das ganz unten rechts? Warte, ich mach das mal ein bisschen größer. Weil das unten rechts hier ist von dem lieben Berserker, nämlich seine Ursprungsfassung. Kann man das sehen? Warte mal. So, hier unten rechts. Das ist die Ursprungsfassung seines... Moment, Achtung, Wortwitz incoming. Ist unser Wortwitzmeister. Oh, unser vorletztes. Ich hab noch gerade einen Beitrag gesehen. Und zwar der Ventilator. Ventilator. Vielleicht besser ausgesprochen. Genau. Und das ist er nochmal. Ich finde auch, du hast deutlich mehr Details. Auch das Dreidimensionale hast du mehr in Angriff genommen. Und ich finde auch die Pose an sich, wie die sich geändert hat. Im Gegensatz zu der unteren rechts. Deutlich mit einem Entwicklungsschritt versehen. Auch beim Hintergrund, wie das Rohr da angelegt ist. Und wieder die Dreiviertelansicht. Sehr, sehr cool. Ne, hier unten bei dem, da ist noch mehr so eine 2D-Ansicht, wie man das so aus früheren Bildern habe ich auch gemacht. Ich habe die Dreiviertelansicht, das ist schon eine Stufe weiter. Egal bei Porträts oder Posen. Das ist schon nicht leicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass man sich entwickelt hat. Habe auch was reingeholt. Genau, Nico, das gucken wir uns gleich an. Darf ich noch was verpacken? Ups. Da war ja noch was. Tattoo, so eine Art... Stichschritt, genau. Ja. Ich denke mal, das ist bewusst gewählt, oder? Dass das so... sieht aus wie so gestickt. So ein bisschen draufgestickt. Also auch im Experimentierbereich. Und natürlich auch neben dem Wortspiel ganz großartig.
die Idee auch. Ne? Das hat er schon drauf. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Berserker. Falls du das eh hören solltest. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar nicht mit einem gezeichneten Bild, sondern wie ich schon gesagt habe, der Nico, der bastelt nämlich an sowas hier. Ist das nicht krass? Das ist wirklich cool. Das ist quasi seine Leidenschaft. Und das Foto, beziehungsweise das Schiff hier, das ist aus dem Jahre, Moment, ich guck nochmal. Aus dem Jahre, warte mal, 15 Jahre her. Oh, das ist schon, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Okay, und jetzt schauen wir uns mal. Ach, du bastelst da gerade noch dran. Also es ist noch nicht fertig, sondern du bastelst es nochmal neu. Und er schreibt dazu, dass es auch doppelt so groß ist. Wow. Nochmal zum Vergleich. Und das wird dann, denke ich mal, auch eine ähnliche Farbe bekommen, oder? Oh, das sieht ja schon so mega aufwendig aus, ne? Ich glaube, das ist doch das Aufwendigste, dann hier diese ganzen Streben, diese ganzen Seile da anzubringen und diese ganzen kleinen Mini-Details. Wie stellst du die eigentlich her? Gibt es die irgendwie zum Rausbrechen aus Plastik und irgendwo dran? Oder machst du das wirklich aus Holz oder aus Metall? Dann alles selbst. Das ist Wahnsinn. Also genau, Modellbau ist wirklich krass. Das kann dauern, ja. Ich bin mal gespannt. Ein paar Monate wird das bestimmt noch dauern. Halt uns mal auf dem Laufenden. Wenn das wunderschöne Werk hier fertig ist, poste das sehr gerne mal in die Ausstellung. Würde ich sehr gerne sehen. Und ich denke mal, der ein oder andere auch. Oder die andere. Aber vielen lieben Dank erstmal fürs Zeigen. Holz, Alu, Messing, Rohstoff und dann selbst rausschnitzen. Boah, also wirklich tatsächlich alles selber, ne? Machst du dann auch so kleine Figürchen? Oder lässt du die Figuren weg? Also gibt ja auch so Modelle, wo dann noch so kleine Menschen dann irgendwas machen. Oh, Snibbles, dann ruh dich doch aus. Mach einen schönen Nachmittagsschläfchen. Oder heute mal ein bisschen eher ins Bett gehen. Mein Kahn liegt seit 25 Jahren brach. Ich komme da einfach nicht zu. Und irgendwann, das ist aber auch viel, viel Arbeit, ne? Da muss man auch so ein bisschen auch in Stimmung sein, da auch länger dranbleiben zu können. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn ich da so ein Mammutprojekt vor mir hätte, dass du da, wenn du wenig Zeit dazu hast, dich da immer so für eine Stunde dran, das ist ja blöd. Man will dann ja noch mehr schaffen, ne? Ach Mensch, aber vielleicht klappt das ja bald, Keksmampfa. Schieb's nicht so lange auf. Das wäre zu schade. Ach, die Kinder wollen nicht schlafen. Mach ein bisschen Baldrian in die Milch. Keine Figuren selber machen, ist nicht so meins. Achso, okay. Ja, die zum Kaufen glaube ich dir, dass die gruselig sind. Ja. Oh mein Gott. Das glaube ich dir. So, dann kommen wir jetzt zur Verkündung. Haben nicht ganz so viele mitgemacht wie sonst. Vielleicht war es auch einfach nicht so spannend. Ich hoffe, dass das nächste Thema wieder vielleicht ein paar mehr ansprechen könnte und wird. Ich zeige euch kurz mal, um was es geht. Die aktuelle Art Challenge Aufgabe beinhaltet drei Begriffe, die ihr in euer Werk implementieren sollt. Das wären zum einen die Wäscheleine, ein Busch und die Geschichte. Die Geschichte ist hier nicht wörtlich gemeint. Also mit Geschichte ist gemeint, dass die Wäscheleine und der Busch, da sollte irgendwas passieren. Also irgendeine Geschichte, irgendeine Story, ein Ablauf sollte geschehen. Oder nicht unbedingt ein Ablauf, aber vielleicht, dass ihr Figuren reinbaut, wo man dann sieht, aha, das passiert da. Deshalb, ich habe ja auch schon so ein paar Anregungen gegeben, wie zum Beispiel, wessen Wäsche wird aufgehangen? Passiert vielleicht etwas ganz Schreckliches oder was ganz Schönes mit der frisch gewaschenen Wäsche? Oder wird die Leine eventuell zweckentfremdet? Und wenn ja, von wem? Und warum? Und wie? Also, ich wollte euch mal auf diese Art und Weise anregen. Ich muss mal kurz mit dem Benjo hier, der ist wieder schlimm gerade. Auf diese Art und Weise wollte ich euch anregen, auch ganz frei mit diesen Begriffen umzugehen. Ja, also ihr habt ganz, ganz viel Freiheiten. Ihr könnt
Waschbären oder Katzen, Hunde, Vögel. Ihr könnt Menschen verwenden, ihr könnt berühmte Menschen verwenden, nicht berühmte Menschen. Ihr könnt Roboter nehmen oder Aliens oder whatever. Also ihr seid da total absolut frei. Es ist halt nur die einzige Voraussetzung und wichtig, dass eine Wäscheleine drin vorkommt und ein Busch. Und ihr eine Art Geschichte damit erzählt. Und ihr könnt es auch als Comic machen, ihr könnt ein Bild verwenden, Hauptsache es kommt ein bisschen was vor. Und ihr findet wie immer diese Art-Challenge-Übersicht auf meinem Discord. Ha, ich habe mir jetzt einen Knopf gemacht, jetzt kriege ich ganz schnell. Auf dem Discord findet ihr das hier oben unter Fahrtstream Art-Challenges. Da findet ihr das jetzt. Im Busch in der Wäscheleine sind Figuren, das, da passiert was. Also bitte, ist doch keine 22 Uhr. Das wäre dann deine Interpretation. Klar. Das ist alles, das ist alles erlaubt. Ne, aber natürlich bitte zeigt jetzt nicht keine nackten Menschen, die irgendwie Sachen miteinander machen, ne, außer Picknicken. Ne, also. Das ist, steht sich ja. Von selbst. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir... Entspanntes Malen mit Lady Bergziege. Klingt gut. Heilige Haferflocke. Hat ein Zuschauer... Wollen wir darüber reden? Leider keine Cam, das ist ein bisschen schade. Blue Moon wäre da. Hm... Ach komm, wir gehen mal. Komm, noch ein Fatih-Alarm für zur Feier des geilen Wochenendes. So, und wir brauchen jetzt noch ein Ziel. Am besten Polymer-Clay-Sculpting Snake. Wollen wir mal zum Modellbau gehen heute? Wollen wir mal so richtig fancy sein heute? Komm, wir machen das mal. Wir gehen jetzt mal... Ist das meine Stimme? Ja, das ist mit Absicht so, weil ich mich gerade verabschiede. Das ist meine Stimme. Man kann doch mal am Ende mal ein bisschen so Sahne drauf machen auf die Stimme. Wir gehen zu Monsters Ludge. Und... Er braucht dringend Zuschauer. Er hat 4 Zuschauer. Das werden wir jetzt ändern mit einer ordentlichen, gehörigen, bunten Wahnsinnigkeitsportion. Das kriegt der Gute jetzt. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für den schönen Stream-Nachmittag heute mit euch. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche steht dann endlich unser Spiel mit auf dem Programm. Ich werde euch natürlich darüber noch informieren, wann genau wir das machen. Ich freue mich natürlich auch über die Einsendung der Art-Challenge-Hausaufgabe und bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei allen, die heute mitgeraten haben und mitgekreativelt haben, mit zugeschaut haben, gesupportet haben und für die Raids und einfach, dass es euch gibt und ihr seid auch geil. Da stimmt mich mental immer so mit Abschiede. Aber es sind ja nur ein paar Tage. Die nächste Woche sehen wir uns schon wieder. Habt ein wundervolles, entspanntes, schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und munter. Und jetzt gibt's erstmal hier einen ordentlichen Raid. Ne? Lasst da richtig viel bunte Wahnsinnigkeit und bewegte Emotes da. Ne? Da freuen sich immer alle drüber. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Und gesund bleiben, ne? Ganz gut. Oh, Entschuldigung. Ah. So, jetzt aber raus hier. Take action. Und stretchen natürlich. So muss ein Glas aussehen, ne? Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. So, ihr geilen Schnitten der Community. Ich wünsche euch eine schöne Reise. Bis bald. Stay tuned.